Ja, liebe Preußen-Fans, wir melden uns das erste Mal jetzt, nee, das zweite Mal schon. Ja. Die Anreise war lang und heute Morgen früh aufgestanden. Ja, aber das zweite Mal jetzt hier aus der Mechatronik-Arena in Groß-Asbach. Heute das Spiel VfB Stuttgart 2 gegen unsere Preußen aus Münster. Und die Preußen-Fans, die haben sich jetzt hier schon so ein bisschen zusammengruppiert. Da werden erste Spruchbänder noch zu, also verdeckt gehalten. Da bin ich mal gleich gespannt, was da draufsteht. Also die werden die Jungs heute richtig unterstützen. Das hat man hier schon anfangs gemerkt, als die hier in den Block reingekommen sind. Da kam schon die ganze Zeit richtig laute Unterstützung. Und hier durch dieses Stadion, durch dieses kleine Stadion mit dem Dach, kommt das auch richtig gut rüber auf dem Spielfeld. Also ich glaube, die werden heute das Team richtig unterstützen können. Also, Mika, ich übergebe an dich. Meine Augen sind zu schlecht. Was steht auf den Spruchbändern? Fahnenpässe und Doppelhalterverbot sofort aufheben. Ah, ja. Ist das Erste. Die Deviants werden gleich auch noch ein zweites haben. Das werden sie gleich bestimmt beim Einlauf der Mannschaften präsentieren. Aber der VfB 2, der hat auch ein kleines Spruchband. Ja, die ungefähr gefühlten 20 Fans, die da im Block stehen, haben alles vorbereitet. Und da steht nämlich drauf, wir sind immer für dich da. Ja, auch sehr schön. Ja. Kommen wir zur Mannschaftsaufstellung von Preußen Münster im Tor. Spielt Daniel Masuch, wenig überraschend, denke ich. Dann haben wir es in der Abwehr zu tun mit Fabian Hergesell und Patrick Kirsch auf den Außenpositionen. Also da wurde schon gewechselt. Und in der Innenverteidigung spielt zwar noch Dominik Schmidt als Captain, aber daneben in der Innenverteidigung begrüßen wir heute Simon Scherder. Im defensiven Mittelfeld spielen Heidmeier und Erik Zenger. Da bin ich mal gespannt auf den Zenger, was der so an spielerischer Klasse und so weiter mitbringt. Ich habe den Testspielen ja schon ein paar Mal gesehen, das sah eigentlich immer ganz gut aus. Ich hoffe, dass er heute einen guten Tag erwischt und dass er da mal ein bisschen Struktur ins Spiel reinbringt. Also ich kann eben dazu sagen, dass er mir ganz gut gefallen hat gegen Rostock. Ja. Gerade in der zweiten Halbzeit, als er von der Rechtsverteidigerposition ins defensive Mittelfeld gegangen ist. Ja. Dann auf den Außenpositionen, ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall spielt Simon Benjamin Siegert. Mehmet Kara und Markus Piosek, die werden da, denke ich, viel hin und her wechseln. Und im Sturm spielt Marcel Reichwein. Das zweite Spruchband ist offen. Ich komme nochmal zum Einsatz. Mit unseren Stimmen auf zum Sieg, vorwärts SCP. Ja, also, das ist die Marschrichtung. Auf zum Sieg. Ich denke, ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass das heute klappen kann. Dass unsere Preußen heute hier 3 Punkte entführen können. Noch ganz kurz zur Bank, die heute dabei ist. Max Schulze-Nius, Philipp Röhe, Ahmad Scheibu, Abdenur, Ahmad Scheibu, um das nochmal hier richtig auszusprechen, Julian Riedl, Rocky Krone und Philipp Hoffmann sowie Marco Pischorn. Ja, die Mannschaften betreten jetzt den Rasen. Es hat hier gerade noch etwas geregnet, beziehungsweise es regnet immer noch etwas. Also der Platz dürfte jetzt gleich eine richtig gute Qualität haben. Der Rasen wurde auch nochmal teilweise erneuert, denn die omnipräsente Andrea Berg, die hier in Groß-Asbach zu leben scheint, hat hier noch ein Konzert gegeben. Da mussten einige Teile des Rasens nochmal ausgebessert werden. Aber der präsentiert sich eigentlich heute ganz vernünftig. Mal gucken, wie die Spieler damit dann klarkommen. Also ganz anders als die Spiele im Gazi-Stadion im Degerloch, die wir auch beide gesehen haben letztes Jahr. Das war ja, also bei einem Spiel weiß ich noch, da war der Platz eigentlich gar nicht zu bespielen. Ich glaube, das war das Februarspiel. Ja, das war unglaublich. Also hier auf jeden Fall bessere Bedingungen und ich hoffe, das kommt unseren Preußen zugute. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was es heute bringt. Also die Mannschaft ist nochmal beim Aufwärmen, nach dem Aufwärmen nochmal etwas früher in die Kabine reingegangen. Während die Stuttgarter hier noch ihre Sprints gemacht haben, haben die Preußen sich nochmal so 5 bis 10 Minuten vorher wieder versammelt in der Kabine. Da wird es, denke ich, nochmal so eine kleine Ansprache gegeben haben von unserem Trainer, von Ralf Lohse. Und ja, hoffen wir mal, dass die Motivation heute so gerichtet ist, dass die Preußen heute richtig gutes Spiel abliefern. Der Schiedsrichter ist Patrick Schuld, pfeift heute sein erstes Drittligaspiel. Auch da bin ich gespannt, wie souverän er das macht. Ist jetzt quasi aufgestiegen aus der Regionalliga und hat das Spiel soeben freigegeben. Die Stuttgarter mit Anstoß, mit einem langen Ball direkt in die Hälfte der Preußen. Aber da haben sie direkt gut aufgepasst. Mehmet Kara im Ballbesitz auf der linken Seite fängt er erst einmal an. Das heißt, Piosek hinter den Spitzen, da war ich mir nicht so ganz sicher, wie das ablaufen wird. Aber die Preußen erst einmal hier mit dem ersten Kombinationsspiel. Die Stuttgarter gehen aber früh drauf. Das haben wir in den letzten Spielen von der Zweitvertretung aus Stuttgart auch immer wieder gesehen, dass sie gerade in der ersten Hälfte oder in den ersten Minuten wirklich immer gut Druck macht. Aber naja, aus der Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, kann ich sagen, dass das nicht das ganze Spiel immer so sein wird. Hoffen wir es. Jetzt haben die Preußen den Ball verloren.
Und die Stuttgarter bauen das Spiel aus ihrer Hälfte über den Torwart auf. Jetzt über die linke Seite wird der Ball erst einmal wieder zurückgegeben auf den Innenverteidiger. Und dann suchen sie hier eine mögliche Spieleröffnung, machen das Spiel dabei sehr breit. Die Außenspieler im Mittelfeld kleben da an den Außenlinien. Und ja, da suchen sie die Lücke. Jetzt langer Ball nach vorne gespielt. Kopfballverlängerung hat geklappt von einem Stuttgarter. Aber da ist Dominik Schmidt, kann den Ball erlaufen und schlägt ihn erstmal nach vorne. Bleibt im Reihen der Stuttgarter. Da kann aber jetzt erst einmal, wenn die Sieger den Ball erkämpfen, spielt aber ungenau auf Piosek und der verliert den Ball und wieder ist es Stuttgart. Jetzt mit einem langen Ball, Dominik Schmidt segelt da etwas drunter her, aber der Ball ist zu lang auch für den Stuttgarter Spieler und Daniel Masuch hebt da beruhigend die Hände. Keine Gefahr fürs Münsteraner Tor und deswegen Abstoß von Daniel Masuch, schon schnell ausgeführt auf Erik Zenger, der sich da weit hat zurückfallen lassen bis an den 16er und da jetzt die Meter macht und den Ball fordert und verteilt, jetzt auf die rechte Seite, kriegt den Ball wieder zurück, ist wieder in der Mitte, sucht da jetzt die Lücke, aber die Münsteraner geben jetzt erst einmal hinten rum über Marc Heidmeier, der spielt auf Dominik Schmidt, der versucht es mit dem langen Ball auf Benny Sieger, der lässt ihn durchrutschen und da ist Piosek mit einem unglaublichen Antritt, aber da kommt noch gerade der Außenverteidiger, der Stuttgarter an den Ball und kann den Ball zurückgeben zum Keeper, der haut den Ball aber erst einmal ins Aus. Deswegen Einwurf für die Münsteraner und hier direkt vor uns. Wir sitzen wirklich ziemlich eng am Spielfeld. Ist Mehmet Kara schon ziemlich frei auf der linken Seite. Bietet sich an, könnte jetzt angespielt werden, aber Hergesell entscheidet sich dagegen. Zieht nochmal mit dem Ball in die Mitte und gibt dann wieder zurück in die Innenverteidigung. Jetzt ist es Dominik Schmidt, der den Ball da nach rechts rausgibt. Spielaufbau, jetzt schöner Diagonalpass auf Mehmet Kara, der hier unten wieder gewinkt hat. Nimmt den Ball mit der Schulter schön an, kann ihn da jetzt schön behaupten, muss aber den Ball wieder zurückgeben in die Innenverteidigung, weil ihn da zwei Stuttgarter bedrängten. Jetzt geht's aber mal schnell. Die Preußen über die linke Seite. Reichwein hat sich da nach links fallen lassen. Spielt zurück auf Zenger. Gut 15 Meter jetzt über der Mittellinie. Die Preußen versuchen da jetzt einen Weg zu finden. Da wird der Ball nochmal in die Mitte gespielt auf Heidmeier. Aber der rutscht da weg auf dem Geläuf und deswegen können die Stuttgarter den Ball erst einmal wieder in ihren Besitz bringen. Auf der linken Seite jetzt die Stuttgarter spielen den Ball in die Mitte, überqueren jetzt die Mittellinie, aber da ist mal schön geklärt von Mehmet Kara, der jetzt auf einmal in der Mitte ist und da ist demzufolge seine rechte Seite sehr frei. Ball rausgespielt auf die rechte Seite, der Stuttgarter Flankenversuch, aber erst einmal abgefangen von Dominik Schmidt. Er spielt den Ball mit dem Kopf auf Heidmeier, der kann den Ball da leider nicht behaupten. Stuttgart wieder jetzt vorm 16er im Ballbesitz, versucht er sich durchzudribbeln. Da ist erst einmal Scher, da kann den Ball erst einmal klären. Jetzt wieder langer Ball auf die rechte Seite, aber das Hergesell kann auf Zenger spielen, aber der verliert den Ball auch wieder viel zu schnell. Und wieder sind die Stuttgarter, die da versuchen durch die Münsteraner Abwehr zu kommen mit einem Heber, aber das war Abseits. Ja, also in der Abwehr recht nervöser Auftakt, möchte ich sagen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie sich in der Formation schon mal gefunden hatten, wie die Trainingseinheiten waren unter der Woche. Es sieht noch ein bisschen durcheinander aus. Stehen noch nicht so passend zum Mann, aber es wird. Gibt den Jungs mal so 2, 3, 4 Minuten Selbstsicherheit. Daniel Masuch hat in der Zwischenzeit den Ball rausgespielt auf den Innenverteidiger Simon Scherder. Der spielt ihn raus auf die rechte Seite auf Benny Siegert und Benny Siegert mit einem langen Ball auf Markus Piosek, der diesen aber nicht erlaufen kann. So geht der Ball in den Strafraum des VfB 2 und der Torwart hat kein Problem, diesen Ball aufzunehmen und spielt ihn seinerseits raus in seine Innenverteidigung, die jetzt über ihre rechte Seite versuchen, den Ball aufzubauen. Der Stuttgarter Spieler spielt den Ball ins Mittelfeld der Preußen. Preußen können den Ball nicht abwehren. Stuttgarter jetzt schnell durchs Mittelfeld, geht in den 16er rein, aber sind da und drängen den VfB zur Seite und so gibt es die erste Ecke, würde ich sagen. Ich sehe es jetzt gerade nicht, ja, weil wir da genau der Fernsehturm da. Ja, dann mache ich mal weiter. Es gibt Eckball, aber ihr hört das vielleicht schon mal. Kurz mal die Eindrücke. Also die Preußen-Fans, die machen hier richtig gute Stimmung. Erster Eckball jetzt getreten von Stuttgart. Wird gleich zum Tor reingeschlagen. Der Spieler hebt einen Arm. Was hat das zu bedeuten? Zweiter Pfosten kommt der Ball rein, aber da ist erstmal ein Preuße, kann klären. Relativ mittig geklärt, aber da ist Mehmet Kara, kann den Ball weiter verlängern. Vielleicht ist der Preußenkonter schwer zu kontrollieren. Schön gemacht von Heidmeier. Jetzt auf die rechte Seite. Das Benny Siegert mit schnellen Stritten. Schöner Seitenwechsel jetzt auf Reichwein. Der ist 20 Meter vom Tor, könnte schießen. Versucht auch mal. Ball abgewehrt. Und da ist jetzt im Endeffekt ein Stuttgarter dazwischen, der den Ball erst einmal klären kann. Aber schöner Konter rausgelegt von Mehmet Kara auf Benny Siegert. Der macht da richtig Meter. Sucht dann einen diagonalen Pass auf Reichwein. Und ja, der muss den Ball dann verarbeiten.
treffen. Dabei haben die Stuttgarter es dann geschafft, ihm dann wieder näher zu kommen, sodass der Schuss geblockt werden konnte. Aber das sah doch schon mal ganz gut aus. Hergesehen jetzt mit dem Einwurf, ungefähr auf Höhe der 16er, entscheidet sich dafür, den Ball zurückzuwerfen auf Scherder. Der gibt den Ball weiter auf Dominik Schmidt. Schön jetzt in die Mitte auf Zenger gelegt, der mit der etwas unsauberen Ballannahme, und deswegen entscheidet er sich dafür, den Ball nochmal quer zu spielen. Oh, jetzt gefährlicher Pass von Simon Scherder, aber Dominik Schmidt kommt da mit der Grätsche noch gerade dem Stuttgarter Stürmer zuvor, der da drauf gelauert hat, dass da ein ungenauer Pass kommt, und kann den Ball so erstmal klären. Aber ja, das war ein einfacher Ballverlust. Die Stuttgarter sind wieder im Ball. Also Dominik Schmidt konnte den Ball zwar ergrätschen, hat dann aber einen sehr schwachen Pass gespielt. Und deswegen können die Stuttgarter jetzt ihrerseits wieder den Ball hin und her schieben. Zurück auf den Torwart. Langer Ball nach vorne, Kopfballduell. Schön da gewonnen von Dominik Schmidt. Aber die Stuttgarter können sich da im Mittelfeld den Ball erkämpfen. 1-1-Situation jetzt gegen Piosek. Der Ball wird weitergelegt auf die linke Seite der Stuttgarter. Ja, da verstolpern sie den Ball etwas, bleiben aber weiter im Ballbesitz. Flankenmöglichkeit jetzt von der linken Seite auf den zweiten Pfosten gespielt. Hergesell geht nicht richtig hin. Und dann gibt es den ersten Abschluss, den richtigen von Stuttgart. Aber das war auch eher so, ja, da war der Stürmer selber ein bisschen überrascht, dass er, glaube ich, an den Ball kam und trifft ihn dann irgendwie mit dem Knie. Und er geht dann so 3 Meter am Tor vorbei. Also ist keine große Gefahr, aber da hat Hergesell ein bisschen gepennt, möchte ich sagen. Richtig. Da war es auch wieder mit einem kurzen Pass raus auf Dominik Schmidt, der zu seinem Partner Simon Scherder, der auf Zenger, der jetzt mal 15, 20 Meter läuft, dann auf Heidmeier spielt, der jetzt rechts raus mit einem langen Pass auf Benny Siegert versucht anzuspielen, Stuttgarter Bein dazwischen, aber Zenger kann den Bayer behaupten, Benny Siegert in 16er geht rein, legt sich zu weit vor. Ach, schade. Wäre eine schöne Aktion geworden von Benny Siegert, aber leider ist der Ball zu schnell geworden. Es hat jetzt auch wieder fest angefangen zu regnen hier im Stadion. Und da wurde der Ball doch zu schnell für seine schnellen Füße. Und der Torwart Flacho Dimos des VfB holt sich den Ball ganz geschmeidig und in aller Ruhe von der Seite und legt ihn sich zurecht und wird ihn jetzt lang raus abschlagen Richtung Mittellinie. Der Ball kommt in die Hälfte der Preußen. Heidmeier kann mit dem Kopf klären, leider zum VfB Stuttgart. Die versuchen mit dem langen Ball nach vorne zu spielen. Aber Dominik Schmidt konnte da aufpassen und den Ball abwehren. Daniel Masuch jetzt im Ballbesitz, der spielt ihn leider rechts raus auf Benny Siegert. Der Ball wird da ein bisschen zu lang und geht in Seiten aus, so dass der VfB 2 Einwurf hat auf der linken Seite. Ja, aber Scherder ist schon mit dem zweiten ungenauen Pass gerade. Ich hoffe, der kommt noch ein bisschen besser ins Spiel, der Junge. In der Defensive bis jetzt stark, aber ja, wie gesagt, diese 2 Fehlpässe in der Innenverteidigung sind dann natürlich tödlich. Hier hat es aber, wie du schon gesagt hast, auch gerade richtig, es ist richtig am Regnen, also da müssen die Spieler sich hier sicherlich auch umstellen, dass der Ball dann anders springt, anders läuft über den Rasen. Und die Preußen versuchen es jetzt erst einmal im Spielaufbau jetzt wieder. Simon Scherder mit einem besseren Pass auf Mehmet Kara. Der sucht den Anspielpartner, findet ihn in Benny Siegert auf der rechten Seite. Der versucht es wieder mit dem Diagonalball, rutscht da aber weg. Und der Ball landet direkt in den Füßen eines Stuttgarters, der jetzt seinerseits wieder versucht, hier den Angriff aufzuziehen. Aber da lassen sich die Stuttgarter bisher noch viel Zeit. Bei diesen Kontern, die suchen sie noch nicht direkt, sondern entscheiden sich eher dann dafür, nochmal zurückzuspielen, nochmal zur Seite rauszulegen, um dann das Spiel aufzubauen. Jetzt langer Pass der Stuttgarter aus ihrer Hälfte in die zweite Reihe, so ungefähr 30 Meter vor das Tor der Preußen, links rausgelegt, jetzt Flankenmöglichkeit wieder. Ah, kommt Dominik Schmidt angerauscht und grätscht den Ball ab. Es gibt die nächste Ecke für die Stuttgarter. Ja, da haben sie sich ein bisschen einfach überlaufen lassen mit einem Doppelpass. War es da, glaube ich, Patrick Hirsch, der da das Nachsehen hatte. Und da kam Dominik Schmidt, der ja auch immer so eine Art Libero spielt und sich mal ein bisschen tiefer fallen lässt und hat da zum Glück die Flanke unterbinden können, aber auf Kosten der nächsten Ecke. Diesmal von der anderen Seite, also von Daniel Masuch aus gesehen. Von der rechten Seite wieder hingeschlagen zum Tor. Kurze Variante möglich. Ja, kurz ausgeführt. Jetzt an der Ecke des 16ers. Jetzt Flankenmöglichkeit. Daniel Masuch ist da. Pflückt den Ball. Der war viel zu nah ans Tor. Und jetzt zeigt er einen Jungs nach vorne. Komm, komm, komm. Rennt nach vorne los. Und da macht er den langen Ball auf Piosek. Und der ist schneller. Der könnte den Spieler überlaufen. Aber der Stuttgarter Abwehrspieler kommt gerade noch dazwischen. Und spielt den Ball zurück zum Torwart. Ja, schade. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Der Piosek, wenn der in den Turbo zündet, dann macht er mal richtig Meter. Ja, also den kannst du, finde ich, mal gut angucken in der Spitze, so bei Konterfußball. Aber diesmal war es nichts. Die Stuttgarter bleiben im Ballbesitz und spielen jetzt aber ihrerseits erst einmal einen langen Ball ins
in die Hälfte der Preußen, wo aber kein Stuttgarter steht, sondern Daniel Masuch den Ball in aller Ruhe aufnehmen kann. Die Preußen suchen jetzt das Aufbauspiel wieder über Erik Zinger. Der rutscht da weg und was ist das denn? Eine Kontermöglichkeit jetzt für Stuttgart. Erik Zinger rutscht 25 Meter vom eigenen Tor weg und spielt den Ball direkt in die Füße eines Stuttgarters. Das hat aber gut aufgepasst von der Preußenabwehr und die können den Ball jetzt erst einmal klären. Aber ja, das ist das, was ich gerade ansprach. Jetzt mit dem Regen, da muss man sich wahrscheinlich nochmal umstellen. Aber leichtsinniger Fehler da von Zinger. Jetzt die Stuttgarter wieder über die linke Seite. Wieder das Duell mit Patrick Kirsch, der heute den Rechtsverteidiger macht, flach reingespielt ist Tor, Patrick Kirsch will in den 16er, Patrick Kirsch wird da wieder überlaufen, jetzt Flankenmöglichkeit von der linken Seite, lässt auch Dominik Schmidt aussteigen, oh, und der Ball rutscht an Freund und fällt vorbei und die Stuttgarter bleiben trotzdem im Ballbesitz, versuchen es jetzt von der rechten Seite, da vorne flach vors Tor gespielt, Handspiel meiner Meinung nach, Schiedsrichter pfeift nicht und die Preußen können sich da jetzt erst einmal befreien, haben da auch etwas Glück gehabt, muss man sagen, und da war es gerade Mehmet Kara, der auch weggerutscht ist, also die Preußen müssten sich hier vielleicht in der Halbzeit nochmal überlegen, ob sich nochmal andere Schuhe anziehen. Das waren jetzt zwei Aktionen, wo zwei Spieler weggerutscht sind, wo sie jeweils den Ball verloren haben. Und gefährlichen Situationen, also da müssen sie doch noch gehörig aufpassen. Einwurf für die Preußen. Wenn ihr hier im Hintergrund Leute schreien hört, macht euch nicht nervös. Das hat nichts zu bedeuten. Hier wird gerade über den Livestream Duisburg geguckt. Ich weiß aber nicht, für wen die es halten. Die Jungs, die hier im Stadion sitzen und Livestream gucken, finde ich auch ein bisschen, naja. Alles anders hier. Genau, Marcel Reichwein jetzt vorne, versucht sich da alleine durchzutanken, keine Chance, die Stuttgarter sind da und können den Ball erst einmal klären. Benny Siegert setzt da gut nach, kriegt aber einen Schlag auf den Fuß und packt sich da direkt jetzt ins Gesicht. Ist da vorgesprungen, als der Stuttgarter den Ball klären wollte, blockt den Ball ab und ich hoffe, dass ihm da nicht irgendwie, dass er beim Aufkommen nicht irgendwie an den Sprunggelenk irgendwie verletzt wurde. Ja. Mal sehen, der Schiedsrichter winkt jetzt unseren Physio auf dem Platz. Mal abwarten, was der Benny da hat. Ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Aber das gibt uns natürlich die Möglichkeit, hier noch ein paar Grüße loszuwerden. Ne? Das Preußenstadion, da wird gerade kräftig gehandwerket. Ich hoffe, dass bei euch besseres Wetter ist und dass es nicht so meimelt wie hier. Natürlich auf alle Terrassen Deutschlands, wo hier gerade die Füße hochgelegt werden und uns gelauscht wird. Ich weiß auch, dass zum Beispiel in Oldenburg kräftig Preußen Münster gehört wird. Also auch ein lieber Gruß nach Oldenburg und in die ganze Bundesrepublik international. Genau. Egal, wo ihr Motek Strehle hört, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hoffen, dass wir euch hier drei Punkte heute kommentieren können. Ich werde jetzt hier gleich mal eben aufrufen, wie die anderen Drittliga-Ergebnisse sind, weil die Jungs, die machen mich ein bisschen wild da mit dem ganzen Rumgeschreie. Also, jetzt kommen wir wieder zur Sache, was hier auf dem Platz los ist. Benny Siegert steht schon wieder an der Außenlinie, kann wieder weitermachen, also das hat ihn wohl nicht so schlimm erwischt. Aber die Stuttgarter sind natürlich jetzt im Ballbesitz, nachdem Siegert da den Ball ablockte, war der Ball beim Torwart, deswegen vollkommen korrekt, dass sie jetzt da weiterspielen. Der VfB versucht jetzt ein bisschen im Dreieckspiel hinten rauszukommen. Jetzt ein Fehlpass an der Stuttgarters. Mehmet Kara in den Ball spielt auf Piosek. Piosek links raus auf Benny Siegert. Benny Siegert flankt leider flach, aber müsste Ecke geben, weil der Stuttgarter Spieler mit der Nummer 5, Timo Baumgartl, den Ball noch abfälscht. Und somit gibt's die erste Ecke unserer Preußen von unserer linken Seite, die gleich Markus Piosek reinschlagen wird. Mehmet Kara bietet sich an für die kurze Ecke, rutscht weg leider, bleibt im Ballbesitz, guckt, wie er spielen kann, versucht hinter den Stuttgarter Spieler herzuschippen auf Markus Piosek mit keinem Erfolg. Somit gibt es Einwurf, Höhe 16er für die Preußen. Kara spielt den Ball, wirft den Ball ein auf Hergesell, der macht es mit einem Flankenwechsel auf die rechte Seite. Reichwein verlängert auf Willversuch auf Benny Siegert im 16er mittlerweile. Der VfB kann rausköpfen und spielen sich den Ball hintenrum zu. Der Keeper Flachodimos jetzt im Ballbesitz und schaut sich ein wenig um, wen er anspielen kann. Legt den Ball sich jetzt hin. Ich denke mal, es wird jetzt wieder einen weiten Abschlag geben. So sieht's aus. Der Ball in der Hälfte der Preußen. Die alle gehen dran vorbei. Somit Ballbesitz der Preußen über Kara und Zenger, die jetzt ihrerseits im Dreieckspiel versuchen, Raumgewinn zu erzielen. Der Ball auf der linken Seite über Fabian Hergesel, der aber wieder zurücklegt auf Simon Scherder, der wiederum auf rechts legt über Dominik Schmidt auf Patrick Kirsch. Jetzt sind wir bei Zenker angelangt, der wieder zurück auf Schmidt, der aber auf Simon Scherder, der jetzt einen längeren Pass auf Kara spielt, der hat ein bisschen Platz auf der linken Seite, nimmt Tempo auf, kann Fabian Hergesel mitnehmen, er nimmt Fabian Hergesel mit, er spielt den Ball flach zurück zu Kara, Kara dreht sich rein in den 16er, geht wieder zurück, spielt ihn auf Heidmeier rechts raus. Und der schippt den Ball, aber zu lang in den Fünfer und rechts am Außenpfosten dran vorbei. Somit gibt es Abstoß des VfB. Also wenn ich das richtig gesehen habe, hat Dennis Grote für Duisburg getroffen.
Aber ich bin hier noch dran. Die Internetverbindung ist hier sehr langsam. Aber das war gerade auf jeden Fall der Titel von Kicker. Achso, okay. Ich bleib weiter dran. Mika, du machst das super. Weiter so. Ja, momentan kann ich gar nichts kommentieren, weil wir immer noch beim Abschluss sind. Der Abschluss wird jetzt ausgeführt auf die linke Seite raus, der aber abgefangen wird wiederum unserer Preußen, die den Ball rüberköpfen in die Hälfte des VfB, der da aber abgefangen werden kann. Und man muss feststellen, der VfB versucht es mit schnellen, kurzen Pässen das Mittelfeld zu überbrücken, aber die Preußen haben sich mittlerweile nach gut 15 Minuten ein wenig drauf eingestellt. Natürlich kommen sie ab und zu mal durch, aber ich denke mal, mit zunehmender Spieldauer wird das schon was werden, dass die Preußen sich da besser drauf einstellen. Aber wie der Dirk gerade schon ansprach, das Schuhwerk heute, da müssen wir ja mal überlegen, da sind wir doch sehr, sehr am Rutschen. Das ist und nicht so, dass, weil das kann vorne wie hinten einmal in die Hose gehen und das möchten wir ja nicht. Ja. Ich kann das euch weiter so ein bisschen erzählen, da wir beim Einwurf sind des VfB Stuttgart 2 auf der linken Seite und die Preußen können den Ball jetzt erkämpfen, aber mit einem, Kara kommt auch noch am Ball und hätte jetzt rausspielen können auf Heidmeier, hat aber abgebrochen den Angriff, spielt jetzt auf Heidmeier, jetzt auf Fabian Hergesell auf die linke Seite rüber, auf Mittellinie-Höhe, auf Heidmeier zurück. Der schaut sich das Spiel nach vorne an, sucht eine Anspielstation nach vorne, chippt den Ball auf Piusek ein wenig zu weit und so ist der Ball in den Reihen des VfB. Der VfB kommt noch über die rechte Seite, über Kieselwetter, über die rechte Seite vorbei, spielt in den 16er rein, aber Patrick Hirsch kann da klären und haut den Ball auf die Seitenauslinie. Somit gibt es Einwurf für den VfB 2 auf Höhe der 16er unserer Preußen. Ja, also da hat Simon Scherder gedacht, der Ball geht ins Aus, aber der Spieler von Stuttgart war schneller, konnte den Ball dann an ihm vorbeispielen, ihn überlaufen, war dann ganz frei zum Flanken, aber die Preußen, also Patrick Hirsch konnte ja erst mal einmal klären. Einwurf ausgeführt, aber da waren die Preußen auch besser und konnten den Ball klären. Schön behauptet, da von Reichwein vorne in der Spitze zurückgelegt auf Zenger, der versucht es mit dem Diagonalball auf Siegert, aber der Ball ist ihm etwas verunglückt und landet auf dem Kopf eines Stuttgarters. Vielleicht kurz jetzt die Ergebnisse in Liga 3, also Duisburg gegen Groß-Asbach steht 1:1, Rostock gegen Erfurt 0:0, Bielefeld gegen Halle 0:0, Fortuna Köln führt gegen Mainz 1:0, Stuttgart liegt zurück, also die Kickers liegen zurück gegen Regensburg 0:1, Unterhaching führt 1:0 gegen Wiesbaden, Osnabrück gegen Chemnitz 0:0, Dortmund 2 führt schon 2:0 in Kiel. Ja, und hier steht es 0:0 zwischen Preußen Münster und der Zweitvertretung von Stuttgart, aber ich bin mir ganz sicher, dass sich das bald ändern wird. Die Preußen kommen hier stärker ins Spiel, aber jetzt wieder rutscht Erik Zenger da weg. Wichtiger Ballverlust da im Mittelfeld immer wieder, wenn er da auf der 6er Position den Ball verliert, dann ist da natürlich richtig Halligalli in der Abwehr der Preußen, aber den konnten sie jetzt wieder schön abfangen. Marc Heidmeier war das, der hat da schön diesen Angriffsversuch der Stuttgarter unterbinden können und jetzt sind es die Preußen wieder im Angriff. Mehmet Kara über die linke Seite, schön schickt er da Piosek, der hat etwas Platz, könnte flanken, versucht dann mit dem Dribbling, kommt gegen den ersten durch, bleibt aber etwas hängen und entscheidet sich dann dafür, Hergesell mitzunehmen, der nachgerückt war. Hergesell jetzt versucht einen kurzen Pass auf Pio, aber der Pass verunglückt, aber schön nachgesetzt. Die Stuttgarter können sich trotzdem erst einmal befreien, spielen da jetzt Kurzpassspiel aus der eigenen Hälfte raus über die rechte Seite, haben jetzt etwas Platz zu zweit gegen 6 Preußen, aber trotzdem bleiben die Stuttgarter im Ballbesitz, legen jetzt raus auf die linke Seite, da rücken einige Spieler nach, haben jetzt Platz 20 Meter vom Tor, Schuss, aber Daniel Masur ist da und pflückt den Ball darunter, muss ihn noch nicht mal schmeißen, also er war ziemlich zentral geschossen, aber trotzdem etwas nachlässig im Abwehrverhalten da sind Mehmet Kara und Piosek jetzt doch kurz in der Diskussion, wer wo zu spielen hatte. Und Kara sagte, Pio, geh wieder in die Mitte, lass mir die linke Seite. Und fordert auch gleich den Ball. Dominik Schmidt führt ihn da gerade, versucht mit dem langen Ball auf Kara etwas zu lang Richtung Tor gespielt. Deswegen konnte der Innenverteidiger den Ball wegköpfen, kann ihn aber nicht richtig klären. Deswegen kann Hergesell nachsetzen, spielt auf Heidmeier, der in der Mitte jetzt Anspielstation sucht. Immer wieder auf Mehmet Kara, der da wirklich momentan so ein bisschen der Unruheherd ist in der Preußen-Offensive. Jetzt rausgespielt auf Hergesell, auf Piosek, der versucht mit dem Chipball in den Lauf von Hergesell, der ihn da überlaufen hat. Und da kommt der Stuttgarter Abwehrspieler angeflogen mit einem Fallrückzieher, erklärt den Ball. Einwurf schon wieder ausgeführt von den Preußen, jetzt in die Sturmspitze. Aber da kommt Benny Siegert nicht an den Ball. Stattdessen sind es jetzt die Stuttgarter wieder mit einem Konterversuch über die linke Seite. Haben da viel Platz, laufen da, sind jetzt ungefähr 25 Meter vor dem Tor, brechen noch einmal ab, legen noch eine Station weiter raus links, sind jetzt direkt an der Außenlinie, könnten jetzt gleich die Flanke bringen. Patrick Hirsch ist da, lässt den Spieler erstmal ablaufen und da kommt, der legt den Ball vor an den 16er, dann kommt ein Schuss, aber der
prallt ab von einem Rücken von einem Preußenspieler. Ich habe nicht genau gesehen, wer es war, und der Ball zischt übers Tor. Gut 5 Meter drüber. Es gibt Eckball Nummer 3 für die Stuttgarter Kickers. Auf Preußen Seite steht da bisher nur eine Ecke und die wurde recht kläglich vergeben mit einem kurzen Pass auf Mehmet Kara, der rutschte dann weg. Also, da kann noch ein bisschen mehr kommen. Naja, warten wir erstmal ab, wie die Abwehrarbeit jetzt sich darstellt. Eckball jetzt reingetreten auf den zweiten Pfosten. Masoch kommt raus und hat den Ball. Sehr gut, deine Masoch, klasse. Und jetzt sagt er wieder, Abmarsch, Jungs, ab nach vorne. Benny Siegert spielt auf Piosek. Mehmet Kara ist schon wieder da ganz links und fordert den Ball. Aber Pio entscheidet sich wieder auf Siegert zu spielen. Siegert jetzt durchgesteckt auf Reichwein, der ist frei vom Tor, schiebt den Ball am Tor vorbei. Oh, wunderschöner Konter, schön durchgesteckt von Siegert in den Lauf von Reichwein, der aus gut 18 Meter abschließt mit der Innenseite, schiebt er den Ball aber links am Tor vorbei. Beste Chance, würde ich sagen, bisher für die Preußen und beste Chance im Spiel. Ja. Also, das hat sich sehen lassen, da waren die Stuttgarter nicht ganz so sortiert und das ist dann natürlich auch die Stärke der Preußen, wenn man mit Siegert spielt und mit Piosek zum Beispiel, so schnelle Spieler, die dann auch mal so direkt von einer Seite des Platzes zum anderen im Vorsprint gehen und dann ist es schwierig, das zu verteidigen. Vor allem hatten wir auf der linken Seite Kara frei, der sich auch anschließend ein bisschen beschwert hat, dass er den Ball nicht kriegte, weil er war völlig blank, hätte auch allein aufs Tor zugehen können. Aber war auch richtig von Marcel Reichwein, er ist ein Vollblutstürmer, das muss er dann versuchen auch allein zu machen und das passte schon, aber wie gesagt, Leute, es lässt sich gut an, so langsam, die Preußen kriegen das Spiel hier unter Kontrolle und das passt wohl. Das kriegen wir hin. So, jetzt die Preußen. Was ist da? Ich kann nicht sehen, weil ein Pfeiler vor mir ist. Ja, das da war ein Foulspiel an einem Preußenspiel. Deswegen gibt es Abstoß in der eigenen Hälfte. Schon ausgeführt, flach auf Heidmeier. Der versucht jetzt auch rechts rauszulegen auf Patrick Hirsch. Der müsste da jetzt Siegert suchen. Nein, der entscheidet sich dafür, den Ball nochmal zurückzulegen. Und auch Dominik Schmidt lässt den Ball durchlaufen, dass der dann der Ball im Endeffekt an den Füßen von Daniel Masoch landet und der leitet das Spiel ein über die andere Seite. Ja, die Preußen versuchen jetzt die Stuttgarter da ein bisschen in Bewegung zu bringen, verschieben den Ball immer wieder von rechts nach links. Jetzt wieder Patrick Hirsch im Ballbesitz, nimmt den Ball geradeaus die Linie runter auf Benny Siegert, der lässt ihn da schön durch die Beine laufen und ein Stuttgarter kriegt ihn dann ab und es gibt Einwurf für Preußen. Einwurf ausgeführt, aber leider zu einem Spieler der Stuttgarter. Aber die können auch immer wieder haben die Probleme, hier den Ball zu kontrollieren. Und so landet der Ball in der Preußenabwehr. Hergesell jetzt am Ball. Jetzt werden sie angelaufen. Simon Scherder legt nochmal zurück auf Daniel Masoch. Der hat noch eben Zeit. Legt den Ball nochmal wieder ein weiter auf Dominik Schmidt. Und jetzt vielleicht mal der öffnende Pass. Oh, Heidmeier. Ja, Schmidt spielt flach auf Heidmeier. Der versucht den Ball dann direkt weiter zu verlängern. Aber der Ball landet dann im Aus. Der Pass ist überhaupt nicht gelungen. Die Stuttgarter dürfen sich jetzt hier wieder probieren, ein bisschen mehr Spielkultur ins Spiel zu bringen. Das ist doch jetzt gerade, also das war jetzt nicht so wunderschön anzusehen. Der VfB Stuttgart kommt über ihre linke Angriffsseite. Da können die Preußen aber klären. Reichwein köpft den Ball zurück auf Heidmeier. Heidmeier behauptet den Ball im Zweikampf auf Pio. Pio lässt zwei Leute aussteigen, versucht zu spielen, aber bleibt einem Stuttgarter hängen. So, der VfB jetzt über die linke Seite auf Höhe fast des 16ers, aber sie brechen den Angriff auch ab und spielen wieder hinten rum und wir sind zentrale Mittellinie und sie versuchen das Spiel aufzubauen. Preußen stehen aber ganz gut, geben keinen Raum jetzt durch. Und der VfB jetzt mit einem schnellen Pass und Abschluss mal aus der zweiten Reihe. Geht aber rechts einen Meter am Giebel vorbei. Das war schon Verzweiflung, weil sie nicht durchkam. Ja, also ich würde mir da ein bisschen mehr Kampf hätte ich mir erwünscht von den Preußen. Bis jetzt ist das da noch, da habe ich noch keine richtige Grätsche mal gesehen, weißt du? Also richtig wegwichsen. Nee. Ja, das ist schon richtig. Ich kann mich noch an unsere Spiele im Februar erinnern, was mein erstes damals war. Als ich sagte, bei so einem Wetter, da muss man auch mal aus der zweiten Reihe spielen. Das ist das, was man mal sehen will. Und das sollten sie heute vielleicht auch mal wieder beherzigen. Einfach mal aufs 25 Meter einen draufhämmern bei den Platzverhältnissen. Ja. Der Ball ist nass, der Rasen ist nass und dann flutscht er. Jetzt die Preußen über die linke Seite auf Piosek. Piosek wird gefoult! Was ist das denn? Ja, Schiedsrichter hat gesagt, das Spiel läuft weiter, aber für mich ein ganz klares Foul an Pio. Geht ja mal gar nicht. Nein. Naja, egal. Weiter geht's. Preußen jetzt über die linke Seite, zu ungenau auf Kara.
Deswegen kann er den Stuttgarter erst einmal klären. Ball bleibt dann aber in den Reihen der Preußen. Jetzt wieder Kara auf der Außenlinie. Da bleibt der Ball direkt auf der Außenlinie kleben. Ein Stuttgarter kann sich den Ball ja erkämpfen. Kara muss jetzt mit nach hinten arbeiten und kriegt er die Unterstützung von Hergesell. Der macht das richtig clever und klasse und ist dann nochmal dazwischen gegangen. Jetzt vielleicht Mazenga. Schön mit einem Ball in die Mitte. Auf Siegert mit dem Doppelpass, mit Reichwein. Jetzt durchgesteckt, aber... Da hat Piosek nicht mehr mit gerechnet, ist stehen geblieben und der Ball läuft dann einfach durch. Aber schöne Kombination da, der Doppelpass von Siegert und Reichwein und dann in die Spitze gesteckt von Piosek. Das sah doch ein bisschen aus wie eintrainiert, diese Staffette. Aber ja, leider hatte Piosek damit nicht mehr gerechnet, dass der Ball da ankommt. Die Stuttgarter befreien sich erst einmal, der Ball landet aber dann in den Reihen der Münsteraner. Daniel Masuch heute im wunderschönen blauen Jersey. Die Münsteraner übrigens heute wieder im schwarzen Trikot, was sich so rausgestellt hat als das neue Heimtrikot. Ne, nicht das grüne mit dem weißen Streifen, sondern es wird wohl in schwarz gespielt. So hat man das unter der Woche in der Presse vernommen. Ja. Ne? Aus Gründen des Sponsors, dass er da wohl besser sichtbar sei. Sei dahingestellt, ob man das nicht schon vorher wusste, um das publik zu machen. Ja. Aber das entscheiden andere Leute und nicht wir. Der VfB jetzt in der Hälfte der Preußen, gut 30 Meter vor dem Tor zentral, versuchen über die linke Seite zu kommen, kommen sie auch, Flankenmöglichkeit auf Höhe 16ers, lässt Kirsche stehen, Kirsche, der Ball kommt ins... Da muss ich eben einmal stocken, da kommt der Ball flach rein, geschoben, an Freund und Feind vorbei und segelt einmal komplett durch den Fünfer zum Einwurf ja. Für den VfB. Nee, für unsere Preußen müsste das sein. Ja, da war noch ein Spieler am 16er dran, da kriegt den Ball zum Glück nicht. Meine Güte, ey, das war, ging schon fast Richtung 100%ige Chance. Also da waren, wie gesagt, der VfB Stuttgart war da über die linke Seite dann durchgekommen durch ein Doppelpassspiel und stramm auf den Fünfer gezogen. Wie gesagt, da war ein Freund frei zum Glück vorbei, hätte am andere Hälfte der 16ers ein Abschluss werden können. Aber der hat alles wohl über den Schwang gerutscht und so gab es dann einen Einwurf für unsere Preußen. Das Spiel ist jetzt am 16er des VfB, die es jetzt mit einem langen Ball mal versuchen. Aber da können die Preußen dann den Ball abfangen. Aber da verliert Heidmeier den Zweitkampf und der Ball geht wieder auf die linke Angriffsseite der Stuttgarter raus. Und sie suchen da jetzt den Weg in die Mitte und einen Abschluss mit rechts. Aber Zenger steht mit dem Kopf dazwischen, der Ball wird geblockt. Der Ball jetzt im Mittelkreis, Reichwein erobert den Ball und spielt dann Pio. Pio lässt einen ausstehen, schön. Gibt richtig Gas, kann aber jetzt auf der linken Seite Fabian Hergesell mitnehmen, der jetzt einen Stuttgarter vor sich hat, einen Doppelpass spielt und dann jetzt Kara im Ball bis am 16er flach reinspielt, aber da rutscht wer weg? Benny Siegert in den Rücken der Abwehr gespielt und auch etwas in den Rücken von Siegert, der versucht den Ball dann noch zu kriegen, rutscht dann aber weg und jetzt traben die Stuttgarter aber wieder ganz, ganz langsam nach vorne, also ja, das ist kein Konterfußball, den die hier spielen, sondern die wollen das Spiel in Ruhe aufbauen. Alle sich wieder sortieren auf ihren Positionen und haben sich da richtig Zeit gelassen und sind jetzt immer noch in ihrer eigenen Hälfte und sortieren sich da und spielen den Ball sich da hin und zurück. Marcel Reichwein kommt jetzt mal und versucht da mal so ein bisschen zu stören. Jetzt geht's nach vorne, langer Ball, aber Simon Scherder ist da und kann mit dem Kopf klären. Außerdem war es dazu noch ein Abseits. Und in der Zwischenzeit darf ich euch mal eben mitteilen, dass die Fifi Gerritsen-Kurve einen Banner hochhält. Im Monolog zum Maßnahmenkatalog ist das euer Dialog, Fragezeichen. Lass uns mal überraschen, ob da noch mehrere Banner heute gezeigt werden. Ja, also die Situation ist auf jeden Fall ziemlich verzwickt momentan. Auf beiden Seiten schwierig. Aber ich sehe da eigentlich, ja gut, ich halte mich da zurück, weil sonst, wir halten uns sonst explodiert das Westline-Forum. Genau, also da, man kann nur sagen, man sollte miteinander reden. Genau, ich denke, das ist das Credo. Es wird wahrscheinlich nicht die eine Seite geben, die recht hat und auch nicht die andere. Einfach miteinander reden, das wäre schon, viel, viel gemacht. Aber das war ja auch eigentlich quasi gerade ein Aufruf zum, genau, zum Dialog. Halt. Genau, ja. Also, kommen wir wieder zurück zum Spiel. Da passiert gerade relativ wenig. Die in Weiß spielenden Stuttgarter schieben sich den Ball so ein bisschen in der eigenen Hälfte hin und her. Die Preußen machen jetzt auch dadurch den großen Druck und wollen da nicht zu früh irgendwie ins Pressing gehen, um dann vielleicht irgendwie überspielt zu werden. Jetzt ein langer Ball auf die Seite von Fabian Hergesell, auf die linke Preußenseite. Und er kann den Ball da erkämpfen, wird dabei noch gestört.
beziehungsweise umgerissen. Deswegen gibt es Freistoß von den Preußen. Der war schon ausgeführt, aber der Schiedsrichter Patrick Schulz, wie gesagt, heute sein erstes Spiel in Liga 3, unterbricht das und sagt, der muss nochmal ausgeführt werden. Jetzt hat Erik Zenger den Ball im Mittelfeld. Ah, der traut sich gerade nicht ganz so viel, sondern sucht dann immer mal wieder eher den Ball zurück. Kommen noch nicht so viele in der Offensive rüber, aber das wird mit Sicherheit noch. Langer Ball jetzt mal auf Reichwein, aber ja, der ist viel zu lang. Da können die Stuttgarter den Ball können sie einfach klären. Aber jetzt vielleicht der zweite Ball. Jetzt schön der Kampf von Heidmeier. Da sind gleich drei Stuttgarter um ihn herum und deswegen muss auch er den Ball wieder zurückspielen auf Dominik Schmidt. Der verliert ja erstmal keine Zeit. Schöner Pass auf Piosek. Schön weitergeleitet auf Benny Siegert. 25 Meter vor dem Tor, zentrale Position. Reichwein streckt da wohl den Arm raus. Ein Stuttgarter ist am Boden hängen geblieben. Der Schiri hat das erstmal gar nicht gepfiffen, sondern darauf gab es eine Abseitsposition. Aber da ist, liegt jetzt ein Stuttgarter am Boden. Hält sich das Gesicht? Ja, das war im Zweikampf mit Marcel Reichwein. Der hatte sich den Mann gedreht, so dass er den Ball abschirmen konnte, um dann auf Benny Siegert wieder abzulegen. Und da muss er ihn vielleicht unglücklich bei erwischt haben, weil der Spieler Steffen Lang, obwohl ein Kopf kleiner ist als unser Marcel Reichwein, vielleicht ist da wirklich eine Bewegung da irgendwie was gewesen. Ich glaube, Andrea Berg spielt hier jedes Jahr ein Konzert in diesem Stadion. Ich sehe gerade den Banner da hinten, 10 Jahre Heimspiel. Und heute war das 9. Dieses Jahr war das 9. Dieses Jahr war das 9, ja. Dann gucken die Leute sich hier jedes Jahr ein Konzert von Andrea Berg an. Und das zweimal hintereinander, also am Ach, du Schade. 17. und 18. Juli 2015. Puh, ja. Die muss ja ein ganz schönes Standing hier in der Region haben. Naja, kommen wir wieder von Andrea Berg, wieder zum Spielgeschehen. Da ist der Ball soeben im Aus gelandet. Ui. Nee, Einwurf doch für die Stuttgarter. In ihrer eigenen Hälfte. Also da ist, wie gesagt, nicht viel passiert. Die Fans zeigen sich hier aber wirklich richtig, die zeigen hier Bomben-Support. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt über unsere Mikrofone, aber das ist ja wirklich richtig, richtig gut, was hier die gut 200, 250 mitgereisten Fans hier liefern. Also das wird man sich natürlich wünschen. Jetzt schlimmer Fehlpass der Preußen im Aufbauspiel. Die Stuttgarter jetzt über die ihre linke Seite, aber auch da ein schlechter Pass. Der Erik Zenger kann den Ball abfangen, spielt ihn auf Mehmet Kara, der ist in der eigenen Hälfte und muss da jetzt einen weiten Weg gehen, um nach vorne zu kommen. Dreht erstmal wieder ab, legt den Ball zurück, wieder auf Heidmeier, der sucht da jetzt das Spiel nach vorne, versucht es mit dem Diagonalball auf Hergesell, kommt er da dran, ja, schöne Verlängerung auf Reichwein und auch der rutscht weg und kommt deswegen nicht an den Ball, also da verspielen sie einige Chancen und lassen auch einige Chancen zu, weil sie da dauernd wegrutschen, die Stuttgarter habe ich noch nicht so oft wegrutschen sehen. Ja, okay, ein, zwei Mal vielleicht, aber da muss man vielleicht mal in der Hartz gucken, ob man das Schuhwerk einfach wechselt und um den Platz gefällt, ist angemessen laufen zu können, weil das hat schon ein paar gute Chancen zunichte gemacht, weil man weggerutscht ist und hintenrum, wie gesagt, waren auch schon zwei, drei Dinger, die gefällig dann wurden. Ja. Der VfB Stuttgart kommt jetzt über die Mittellinie, schippt den Ball auf die rechte Seite auf Kiesewetter, aber Fabian Hergesell gewinnt da das Laufduell, wird meiner Meinung nach gefoult und so ist es auch. Der Fabian Kiesewetter foult da Fabian Hergesell auf nur einen Meter vor der Seitenauslinie. Und Daniel Masoch wird diesen Freistoß gleich, ich denke mal, lang ausführen. Nee, er spielt noch kurz auf Simon Scherder. Der spielt noch auf Dominik Schmidt, der jetzt zentral am 16er steht. Und jetzt rausspielt auf Patrick Hirsch, der jetzt mal ein paar Meter macht. Wir sind jetzt in der Hälfte auch mit Benjamin Siegert, der Stuttgarter, der flach auf Pio spielen möchte. Aber da geht ein Stuttgarter Bein dazwischen. Und die Stuttgarter jetzt im Dreieckspiel auf der linken Angriffsseite ihrer Seite versuchen in ihrer Hälfte sich nach vorne zu kombinieren. Aber Siegert stört da ganz fleißig. Und jetzt kommt es aber dann doch über die Mittellinie mit einem Doppelpassspiel. Und jetzt spielt er von der linken Seite ins Mittelfeld, also in die Zentrale rein, aber da brechen sie den Angriff jetzt ab und spielen wieder hinten rum über die Mittellinie. Und jetzt mit einem langen Ball auf den 16er, aber da kommt Simon Scherder den Ball in die Arme von Daniel Baso, der sich jetzt eine Anspielstation sucht und versucht den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Dies hat er getan über Erik Zenger. Erik Zenger spielt auf hinten rum über Simon Scherder, die jetzt ihrerseits ein Dreieckspiel machen über Daniel Maso auf die linke Seite raus, auf die rechte Seite raus, Entschuldigung Leute, auf Dominik Schmidt, der jetzt ein paar Meter geht und einen langen Ball spielen wird auf Reichwein, der den Ball auch mit dem Kopf noch streift, aber leider nicht kontrollieren kann. Und so landet der Ball beim Torwart des VfB, die jetzt über ihre rechte Seite einen Angriff aufbauen, aber Fabian Hergesell ist am Mann und hat auch einen guten Körper da reingebracht. Was es immer gibt, Freistoß, einen Meter hinter der Mittellinie für den VfB, den der Kollege Timo Baumgartl ausführen wird. So wie es aussieht, lang, ne, jetzt zeigt er doch kurz an.
Mal sehen, was er jetzt macht. Er tänzelt ein wenig ein bisschen am Ball herum. Und was macht er dann? Er spielt dann hinten rum zu seinen Innenverteidigerkollegen, den Daniel Vier. Und die beiden spielen sich den Ball jetzt ein wenig hin und her. Die Preußen rücken auf mit Marcel Reichmann und Markus Piosek. Und versuchen da ordentlich Druck zu machen. Jetzt sind wir beim Torwart im 16er. Marcel Reichmann im 16er mit dabei. Und wir sind so ungefähr 20 Meter vor dem Tor der Stuttgarter, die sich da versuchen rauszukombinieren. Die jetzt auch rauskommen über Tobias Rathgeb, der auch meiner Meinung nach Bundesliga-Erfahrung hat, der jetzt über die Mittellinie geht, über die rechte Seite. Und da gibt es einen langen Ball, wo der VfB da den Ball nicht kontrollieren kann zum Glück und Fabian Hergesell dazwischen ist, aber den Ball durch Störung eines VfB-Spielers leider in Seiten ausspielen muss. Somit gibt es Einwurf des VfB. Der Einwurf wird in 16er reingespielt. Der Ball wird abgeblockt und es gibt die vierte Ecke. Vierte Ecke müsste es sein. Abwarten? Wirklich? Ja. Ja, ja. Ich dachte, er wäre vielleicht der VfB-Spieler noch dran gewesen, aber... Ja. Flanke unterbunden, und nächster muss, Eckball. Genau, die musst du jetzt wieder kommentieren. Wenig Gefahr nach Ecken. Ja. Hoffen wir, dass es so bleibt. Also, vierte Ecke kann sein. Ich habe mir nicht aufgeschrieben. Ja, Ecke kurz ausgeführt, wieder zurückgegeben auf den Schützen, jetzt auf den 5-Meter-Raum gezogen, aber da ist ein Fuß der Preußen erst einmal dazwischen. Langer Ball jetzt auf Mehmet Kara, der kann sich da gegen 1-2 ja, doch nicht durchsetzen. Aber setzt da gut nach. Aber die Stuttgarter bleiben dennoch im Ballbesitz. Legen den Ball wieder raus auf die linke Seite. Haben jetzt da gleich wieder die Möglichkeit zu flanken. Ah, da ist Dominik Schmidt zum ersten. Aber da kommt noch ein zweiter Stuttgarter. Setzt noch einmal nach. Und jetzt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Daniel Masuch war schon geschlagen. Aber der Stuttgarter kommt nicht an den Ball heran. Gute Arbeit davon. Der Hergesell, der sich da mit dem Körper da reinstemmt, sodass der Stuttgarter gar nicht richtig hochkommt zum Kopfball. Und ja, nicht irgendwie an den Ball kommt, um da irgendwie was Richtung Tor zu machen. Also... Viele Chancen gab es hier für die Stuttgarter noch nicht, wenn dann immer Schüsse aus der Distanz. Preußen, die Münsteraner hatten eine Chance durch Reichwein, der einmal frei vom Tor auftauchte. Und jetzt vielleicht die nächste Chance. Benjamin Siegert, schön, über die rechte Seite versucht er flach zurückzulegen, aber erreicht er keinen Preußenspieler. Und deswegen sind es die Stuttgarter, die wieder im Ballbesitz sind. Jetzt über die rechte Seite versuchen sie da nach vorne zu kommen. Piosek geht schön nach. Aber die Stuttgarter, die können da dieses Kurzpassspiel ganz gut und schaffen es, sich damit Platz zu verschaffen. Wir haben jetzt die Mittellinie überquert, legen raus auf die rechte Seite. Mehmet Kara müsste da jetzt etwas näher ran. Na, macht er nicht, die Flanke kommt. An Freund und Feind geht die vorbei und im Endeffekt rutscht die dann durch bis auf unseren rechten Abwehrspieler, auf Patrick Kirsch. Und Kirsche köpft den Ball zurück in die Arme von Daniel Masuch. Jetzt die Preußen wieder über die rechte Seite. Das sind die blauen Schuhe von Piosek, die wieder am Ball sehen. Und damit Mehmet Kara, ach, das war gar nicht Mehmet Kara, das ist Benny Siegert, war das, wird da angegangen bei der Ballannahme. Es gibt Freistoß, aber bis jetzt ein sehr faires Spiel, muss man sagen. Freistoß für die Preußen, die schön schnell ausgeführt. Seitenwechsel auf die linke Seite. Jetzt ist Mehmet Kara wieder im Ballbesitz. Versucht es da mit einem kleinen Dribbling gegen einen... Ein Stuttgarter Hergesell rückt jetzt nach. Mehmet Kara nimmt ihn aber nicht mit, sondern entscheidet sich für die Flanke. Aber da ist die Flanke etwas zu weit für Reichwein. Und der Torwart kann sie locker aufnehmen. Aber da zeigt er an, was der Reichwein. So soll es gehen, so ist es richtig. Auch mal die Flanke zu suchen und sich dann nicht immer bis zur Grundlinie durchzuspielen, sondern auch ruhig mal aus dem Halbfeld zu flanken. Naja, das war jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Und jetzt sind es die Stuttgarter wieder, die versuchen da Druck aufzubauen. Schön unter Druck gesetzt von den Preußen. Die gewinnen den Ball jetzt wieder über die Mitte. Über Heidmeier, der sucht eine Anspielmöglichkeit, findet sie in Mehmet Kara. Der legt direkt weiter auf Piosek gegen zwei, drei Leute. Wird da gelegt, meiner Meinung nach? Ja, Schiedsrichter sieht das genauso, hat noch kurz den Vorteil abgewartet. Und es gibt Freistoß für die Preußen von der linken Seite, ziemlich nah an der Mittellinie. Also jetzt... wird besonders torgefährlich, kurz ausgeführt, Mehmet Kara wieder im Ballbesitz, Benny Siegert mit viel Platz da vorm Tor, könnte mal schießen, zieht auch ab, aber da kommt gerade noch ein Stuttgarter mit dem Fuß dazwischen, kann den Ball klären und jetzt versuchen die Stuttgarter einen Konter da aufzubauen, Heidmeier macht das gut, unterbindet den mit einem ganz leichten Foul, das gibt dann noch nicht mal die gelbe Karte, sondern einfach nur ein Freistoß für die Stuttgarter, die sind jetzt aber schon wieder auf der linken Seite, bringen die Flanke rein. Dominik Schmidt rutscht in den Ball hinein in die Flanke, grätscht ihn erst einmal ab und klärt ihn dann im Nachsetzen mit einem langen Schlag nach vorne und wieder in die Füße der Stuttgarter. Oh, da bleibt irgendwer liegen, da ist jemand im Rasen hängen geblieben. Benny Siegert ist es. Ich habe das nur im Augenwinkel gesehen, weil die Stuttgarter am Ball sind und das 15 Meter vom Platz weg ist und da zeigen sie gleich einen Wechsel. Das sind die bösen Sachen, die Verletzungen ohne Gegenspieler. Benny Siegert macht sofort vorbei. Zeichen vorbei. Ja, hoffentlich nichts Schlimmes, du.
Was sieht da an den Knöchel? Ich glaube, er hat da am Knöchel was abbekommen. Also er hat seinen Skimannschoner sofort zur Seite getan, damit der Doktor auch sofort dran kann. Reichmann hatte sofort das Zeichen für Wechsel gemacht, aber lassen uns mal überraschen, was passiert. Wenn die steht wieder. Er läuft auch eigentlich wieder ganz. Aber er geht. Ich würde sagen, das sieht nach Wechsel aus. Ja, Hoffmann macht sich da schon bereit. Ralf Lohse sagt ihm Bescheid, dass er jetzt gleich dran ist. Die Münsteraner nutzen die Chance jetzt erstmal, um genauso wie die Stuttgarter ein bisschen was zu trinken und nochmal ein paar taktische Anweisungen zu geben. Mika, was ist dein Fazit so von der ersten Hälfte bis jetzt? Im Großen und Ganzen ist es ein ausgeglichenes Spiel. Man hat immer schnelle Phasen drin, aber manchmal verflachtes Spiel auch. Und sie versuchen sich beide gegenseitig zu kontrollieren, aber mit dem nassen Untergrund gehen da mal schnelle Bälle durch Standfehler, weil man wegrutscht. Und eine offene Partie auf jeden Fall. Ich würde sagen, Preußen hatte die klarste Chance, aber Preußen hat auch zweimal Glück gehabt, als der Ball durch den Fünfer fliegt und Kaschuka da drankommt. Das ist, weiß nicht, haben die Preußen dann aber auch gut zugestellt, die Angreifer des VfB. Und daher erstmal, es könnte auch 1-1 stehen, sage ich mal, aber ansonsten leistungsgerecht, dass es erstmal unentschieden steht. Ja, schade, dass gerade Benny Siegert jetzt raus muss, der hat mir eigentlich noch ganz gut gefallen. Die beiden Flügelspieler, Kara und Siegert, die haben da eigentlich immer ganz gut Druck gemacht. Kara seine technische Stärke da eingebunden und Siegert mit seiner Geschwindigkeit immer wieder gekommen, aber naja, gute Besserung, Benny Siegert, hoffentlich sehen wir dich bald wieder beim Mittwoch gegen Cottbus vielleicht schon. Naja, mal sehen, hoffentlich wird das auf jeden Fall eine schnelle Genesung und keine zu schlimme Verletzung. Die Stuttgarter bauen das Spiel auf. Preußen läuft da langsam an. Wie gesagt, da gibt es kein Pressing von den Preußen, sondern da wird langsam wird da angelaufen, um sich da nicht überspielen zu lassen. Richtig. Und jetzt der lange Ball nach vorne, verlängert von einem Stuttgarter. Patrick Kirsch rennt da ein bisschen hinterher immer den Spielern, kann den aber jetzt dann doch mit dem Kopf klären, kommt dann doch an den Ball. Da fällt ein Stuttgarter, kein Foul, Simon Scherder im Ballbesitz, spielt den auf Marcel Reichwein, der legt wieder zurück auf Erik Zenger, aber auch da wieder der Pass zurück. Er traut sich noch nicht so recht, dann die Pässe nach vorne zu schlagen, die eigentlich jetzt wichtig gewesen wären. Da war Mehmet Kara, hatte ziemlich viel Platz. Und so versuchen die Preußen dann diesen Konter gar nicht richtig auszuspielen, sondern schlagen den Ball nach vorne, dann ist der Ball schnell weg und jetzt sind es wieder die Jungs mit dem roten Brustring, die hier versuchen Druck zu machen, aber auch da immer wieder einfache Fehler, wie auch jetzt gerade Abspielfehler, der Ball landet im Aus. Fabian Hergesell macht er den Einwurf, kriegt er noch ein paar Anweisungen von Ralf Lohse und die Preußen legen derweil den Ball raus auf die rechte Seite auf Patrick Kirsch. Oh, einfacher Fehler, einfacher Fehlpass in die Füße eines Stuttgarters, aber auch der mit einem viel zu langen Ball. Also jetzt sind die schon mental in der Kabine, die Spieler nach 43 gespielten Minuten. Ja, ich denke auch mal, jetzt auch Philipp Hoffmann auf der rechten Seite, der ist ja jetzt kalt auch rein, weil er sich gar nicht warm gemacht hatte. Ja. Und da muss man einfach gucken. Der jetzt aber einen langen Ball bekommt von Mehmet Kara, aber leider ein Stuttgarter Spieler dazwischen, den zum Innenverteidiger köpft, aber der kann sich nicht behelfen und schießt den Ball ins Seiten aus. So gibt es Einwurf unserer Preußen von der rechten Seite auf Höhe des 16ers. Und wer läuft da hin? Patrick Kirsch trabt dorthin und nimmt sich gleich den Ball auf und wird ihn, ich denke mal, weit einwerfen in den 16er, wo Marcel Reichwein am 16er steht, Richtung Elfmeterpunkt laufen könnte. Hinter ihm lauert. Jetzt haut mal rein da, Jungs, komm. Hinter ihm lauert Mehmet Kara. Pio tendiert Richtung 5er, der Ball kommt auf Hoffmann, will ihn verlängern, bricht nicht, Heidmeier schießt aus der zweiten Reihe, trifft den Ball nicht richtig, wird abgeblockt, bekommt den zweiten Ball und wir spielen hinten rum über Mehmet Kara, der jetzt nochmal ins Dribbling geht, den Schucker da vor sich hat, rechts mit in den 16er spielt und er kann abschließen! Ja, schöne Kombination. Kara spielt auf Piosek, der legt ihn mit der Hacke ab auf Hoffmann. Der hätte abschließen können, wie du gesagt hast, nimmt den Ball aber ab und dann steht ihm ein Stuttgarter Innenverteidiger auf den Füßen. Und Hoffmann kommt dann nicht dazu, wieder an den Ball zu kommen. Der Stuttgarter stellt den Körper dazwischen und schubst ihn da auch wohl ein bisschen weg. War der kurze Moment des Schweigens auch bei uns, weil wir da noch abgewartet haben, ob es den Elfmeter gibt. Der Schiedsrichter sagt, aber es geht weiter. Ja. Ich denke, das war nicht unbedingt ein meterwürdiges Foul, aber eine wunderschön herausgespielte Möglichkeit da über Karab und Piosek und dann im Endeffekt landet der Ball bei Hoffmann.
Die Stuttgarter, der VfB 2 versucht jetzt mal das Spiel wieder nach vorne zu bringen, aber da auch wieder schwacher Pass. Mehmet Kara nimmt den Ball auf, macht da gleich 20 Meter. Schöner Pass auf Hoffmann, der ist frei durch, der könnte schießen. Legt ab auf Reichwein. Nein! Was macht ihr denn da? Tor! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hat das lange gedauert. Oh Gott, 1-0 für Preußen Münster und ich glaube im Endeffekt war es dann Hoffmann, der lief schon frei durch auf den Torhüter, legt links nochmal raus auf Reichwein, der müsste ihn eigentlich nur noch reinschieben und der bleibt dann irgendwie, nimmt den Ball nochmal an, bleibt dann nur halb hängen und dann spielt er wieder zurück auf Hoffmann, da war aber schon wieder ein Abwehrspieler dazwischen geeilt, aber Hoffmann kommt dann an den Ball und haut ihn dann frei vorm Tor einfach rein, aber das wäre einfacher gegangen. Ja, uiuiui, aber dreimal vorher abschließen und den Ball ins Netz hauen. Schwamm drüber, Jungs, 1-0 geht's hier jetzt in die Halbzeit der Pause. Der Schiedsrichter hat gerade abgepfiffen und die Preußen gehen hier mit der Führung in die Halbzeit. Gott sei Dank, Mehmet Kara macht hier nochmal richtig Stimmung und hat hier ein breites Grinsen im Gesicht, dass es endlich geklappt hat. Und auch die anderen Preußen scheinen jedoch richtig erleichtert zu sein, dass hier doch dieses Tor endlich gefallen ist. Und das war schön herausgespielt. Vor allen Dingen der Pass von Kara, muss man sagen. Macht da richtig Druck. Er arbeitet den Ball in der eigenen Hälfte, fängt einen Pass ab, läuft durchs Mittelfeld, zieht in die Mitte und dann aus dem Nichts, aus dem Fußgelenk. Ein Pass in die Schnittstelle der Abwehr. Der Abwehrspieler versucht mit der Grätsche noch ranzukommen, kommt nicht mehr dran und dann steht Hoffmann frei vorm Tor. Und dann die eben beschriebene Szene, wo Hoffmann und Reichwein sich nicht so ganz einig waren, wer denn die Torprämie hier einstreichen darf. Im Endeffekt ist es Hoffmann. Und wir können erleichtert in die Halbzeitpause gehen und bitte im Pause. So, liebe Preußen-Fans, da sind wir wieder. 1-0 steht's für unseren SCP, also 0-1, wenn man ganz genau geht, ne, für die Auswärtsmannschaft. Für unsere Preußen hier in Groß Asbach in der Mechatronic Arena, wunderschön gelegen, im Nirgendwo. Das ist super idyllisch hier, Leute. Das ist richtig romantisch. Als wir hier hingefahren sind, habe ich das Gefühl gehabt, wir fahren in Urlaub. Ja. Dann kommt auf einmal aus dem Nichts ein Stadion, direkt angebunden an so ein komisches Gasthaus und sowas. Alles ganz witzig hier, aber was viel wichtiger ist, ist, dass die Preußen hier 1-0 führen. Ja, gerade haben wir noch Carsten Gocke gesehen mit Alexander Ogrinsch, die da nochmal kräftig diskutiert haben über das Spiel. Es ging so über 5-6 Minuten, die schienen da beide nicht so ganz zufrieden zu sein, aber naja, wir wollen mal weitersehen. Bisher ist es auf jeden Fall in der Defensive sehr stabil, in der Offensive wurden die Dinger weggemacht. So, der Ball ist wieder freigegeben. Dominik Schmidt probiert es direkt mal mit einem langen Ball nach vorne, aber den können die Stuttgarter erst einmal abwehren. Jetzt die Preußen im Ballbesitz hergesetzt, zeigt er an, dass er nicht weiß, wo er hinspielen soll. Findet jetzt Piosek, spielt den Doppelpass und dann geht es wieder zurück in die eigene Hälfte, während wir hier gerade sehen, dass sich die komplette Bank warm macht. Der Preußen, also Ralf Lohse, möchte sich da alle Möglichkeiten offen behalten, um hier noch einmal reagieren zu können, nicht wie gerade als Benjamin Siegert ausgefallen ist, weil er, ich denke, im Rasen hängen geblieben ist, irgendwie umgeknickt ist und dann Philipp Hoffmann quasi kalt auf dem Platz musste, aber er hat das ganz ordentlich gemacht bis jetzt, also macht das gut, hat dann auch das 1-0 gemacht, also was möchte man mehr, ne, von einem Einwechselspieler, als dass er dann knipst. Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, genau. Die Stuttgarter in der eigenen Hälfte, in der Innenverteidigung, suchen jetzt den langen Ball nach vorne. Kopfballverlängerung ist angekommen. Der nächste Kopfball, da kommt jetzt der Patrick Kirsch dazwischen. Spielt auf Hofmann, der versucht es mit dem langen Ball auf Piosek, aber der kommt nicht an. Und die Stuttgarter versuchen sich da jetzt wieder durchs Mittelfeld zu kombinieren. Jetzt ein langer Ball raus auf die rechte Seite. Fabian Hergesell im Zweikampf läuft den Ball clever ab. Es gibt Einwurf für die Preußen. Und der wurde direkt ausgeführt. Simon Scherder nimmt dann auf der rechten Seite Patrick Kirsch mit. Und der versucht es mit einem langen Ball auf Reichwein. Hoffmann war da schon durchgestartet, hat auf die Verlängerung gewartet. Aber Reichwein wurde da weggeschubst beim Kopfballversuch. Und deswegen gibt es einen Freistoß für die Preußen. Piosek schaut sich da um, will kurz ausführen. Entscheidet sich dagegen. Nein. Guckt jetzt nochmal auf der linken Seite. Ist wie immer Mehmet Kara und hebt die Hand. Der ist wirklich heute extrem heiß und fordert jeden Ball. Piosek wartet weiterhin, legt den Ball jetzt nochmal zurecht. Jetzt kommen die Innenverteidiger mit nach vorne. Jetzt heißt es dann wohl Ball Richtung Tor. Piosek
zeigt an, er wird ihn jetzt reinbringen. Flanke auf den 16er, aber der Ball rutscht durch und es gibt Abstoß für die Stuttgarter. Ganz witzig auch, die Leute, die hier waren, gerade mit denen ich kurz gequatscht habe in der Pause. Also hier ist, glaube ich, kaum jemand von Stuttgart da, sondern es waren alles Leute aus Groß-Asbach, die die ganze Zeit nur wissen wollten, wie es da steht und alle nur heiß sind auf das Spiel am Dienstag zwischen Groß-Asbach und den Stuttgarter Kickers. Das ist hier gerade so der Tenor im Stadion. Und die Preußen haben hier sind hier auf jeden Fall die Hausherren, die Preußen-Fans, und bringen hier richtig schön Support rüber und unterstützen hier ihre Mannschaft vom Allerfeinsten, das muss man wirklich sagen. Zu Recht, wir sind da, sie sind da. Eine gemeinsame Leistung von Mannschaft und Fans, und so wollen wir das sehen. Die Preußen jetzt hintenrum, Simon Scherder auf Dominik Schmidt. Der versucht dann seinen berühmten langen Diagonalball zu spielen, wird aber geblockt von der 24 Markus Obranoster. Somit gibt es Einwurf, den gleich Patrick Kirsch 15 Meter hinter der Mittellinie auf der rechten Seite ausführen wird. Er wirft den Ball ein auf Reichmann, der nicht drankommt, aber Markus Piosek hat da Platz und kann sich da durchsetzen auf der rechten Seite. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Schön auf Hoffmann weitergeleitet, auf den zweiten Pfosten jetzt gespielt, Mehmet Kara im Ballbesitz. Die Stuttgarter müssen jetzt gucken im 16er, dass sie da irgendwie einen Platz finden. Mehmet Kara, wunderschönes Dribbling-Tor! Oh Gott, was war das denn für ein Traumtor? Mehmet Kara, Fußballgott, da ist er wieder, da ist er wieder! Wunderbar gemacht, da lässt er zwei Stuttgarter stehen und stiehlt sich da durch sie hin weg und dann ist er an der Ecke des 5-Meter-Raums, der Torwart kommt herausgestürmt und dann lupft er den Ball über den Torwart rüber in die Maschen, direkt zum Preußen-Anhang. Die freuen sich natürlich, wir freuen uns alle riesig, 2-0, mega stark, Mehmet Kara, da ist er wieder. Wir haben schon drüber gesprochen und haben auch gesagt, es wäre wunderschön, wenn der wiederkommen würde, und dann macht er hier 2-0 und bereitet das 1-0 in der ersten Halbzeit wunderschön vor. Also das ist doch ein Start nach Maß in Halbzeit Nummer 2. 2-0 für die Preußen. Wunderbar. Und jetzt sind die Stuttgarter wieder im Ballbesitz, weil Anstoß ist. Ach, herrlich. Sie versuchen es jetzt mit einem langen Ball über Tobias Rathgeb auf Kiesewetter. Kann aber abgefangen werden von Heidmeier, der den Ball ein bisschen nach vorne treibt, aber gefoult wird von Marvin Walicek. Zenger legt sich den Ball zurecht. Spricht kurz mit Pio, wie sie es machen wollen. Spielen hinten rum über Scherder und Schmidt. Der Schmidt hat sich gerade am rechten Oberschenkel gefasst. Spielt den Ball jetzt lang nach vorne auf Pio. Ein Stuttgarter kann den Ball rausköpfen hinten. Und der VfB im Ballbesitz auf der Mittellinie auf der linken Seite im Angriff. Versuchen jetzt flott durchzukombinieren vor unseren Augen. Sind jetzt auf 20 Meter vor am Tor. Gehen die linke Seite runter und flanken dann aber aufs Tornetz. Da braucht Daniel Masuch nicht eingreifen. Und der Ball fliegt hinter der Seitenlinie aufs Tornetz drauf. Und Daniel Masuch legt sich den Ball jetzt zurecht. Und lassen wir uns mal überraschen, was geschieht. Aber einen langen Ball raushaut. Sieht danach aus. Er treibt die Leute nach vorne. Legt sich den Ball zurecht. Und wird den Ball gleich hinten rausschlagen. Und dann mal... Mensch, das Tor war zum Zungenschnalz. Das möchte ich nochmal loswerden hier. Boah, wirklich, ey. Dribbling auf engstem Raum und dann auch noch mit einem Lupfer über den Torwart drüber. Ganz stark. Abschlag von Daniel Masuch, ein bisschen kurz geraten, der Abstoß. Preußen Abwehr musste da direkt wieder sich darum kümmern, dass die Stuttgarter, die den Ball da übernehmen konnten, nicht Richtung Tor kommen. Dabei wird Dominik Schmidt abgeräumt, steht aber schon wieder, hat dann Schlag irgendwie aufs Ohr gekriegt. Der Schiedsrichter hat das schon unterbunden. Es gibt Freistoß für die Preußen. Den wird Dominik Schmidt dann auch direkt ausführen aus der eigenen Hälfte. Kurz gespielt auf Erik Zenger. Der hat jetzt Platz im Mittelfeld, macht da ein paar Meter, legt den Ball wieder zurück auf die linke Seite auf Hergesell, nimmt ihn da mit, versucht mit dem langen Ball auf Reichwein. Der kommt mit dem Kopf da ran, versucht den Ball zu verlängern. Piosek kommt nicht an den Ball und wird dann angeschossen. Und es gibt Einwurf für die Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Von der rechten Seite, Höhe des 16ers, wird er rausgespielt, aber auf Heidmeier, der den Ball auf Hoffmann spielt, der gestört wird, kann ihn behaupten, auf Zenger spielt und dribbelt sich fest auf der linken Angriffsseite, auf Kara jetzt, der den flach weiterspielt, auf Hoffmann, der gehalten und gezogen wird, das muss auch einen Freistoß geben. Ja, den gibt es dann auch. Freistoß. Ja, die Stuttgarter, die wirken jetzt ein bisschen angezählt, muss man sagen, also
Das ist nervös, was sie da in der Abwehr spielen. Und hoffen wir mal, dass unsere Preußen da jetzt weiter anknüpfen und vielleicht nochmal einen nachlegen. Das ist eine gute Freistoßposition. Also von der linken Seite stehen da Piosek und Kara bereit. Wir überlegen da, wer den Ball wie reinschlagen wird. Da wird noch ein bisschen verhandelt, während der Schiedsrichter die Mauer stellt. Die Preußen haben sich versammelt. Da ist Scherder mit dabei. Ja, da ist Schmidt mit dabei, also die langen Kerls aus der Innenverteidigung sind mit dabei. Patrick Kirsch, der ja auch kopfballstark ist, ist auch mit aufgerückt. Hinten sind nur noch Zenger und Hergesell. Ball freigegeben. Oh, schön. Der Torwart kann erst einmal parieren. Zweiter Schuss, Tor! Oh Gott, da war ich ja vollkommen perplex. Das ist Dominik Schmidt, 3-0. Was habe ich vor dem Spiel gesagt? 4-1 hast du gesagt. 4-1, ja. Ich hatte 2-0 getippt. So, Jungs, entschuldigt bitte, ich war da etwas verwirrt, weil der Freistoß von Piosek, der war eigentlich für den Kopf gedacht, wird dann relativ zentral aufs Tor geschlagen und der Torwart lässt den Ball einfach nach vorne wegprallen und auf einmal ist da Dominik Schmitz und kann vollkommen frei einfach einschieben unten rechts, 3-0 für die Preußen. Ja. Also, Auswärtssieg. Ja, unsere Fans skandieren Auswärtssieg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Geil, ey. Und die Sonne kommt auch wieder raus. Hat sich da richtig gelohnt wieder. Genau, passend. Und auch die Tore zum passenden Zeitpunkt, ne? Mit dem Pausenpfiff, 4 Minuten nach der Pause. Wie du schon sagtest, der VfB wirkte ein bisschen konsterniert. Nochmal ein Nachlegen. 3-0, 53. Minute. Und jetzt gucken wir mal. Geschmeidiges Spiel jetzt zu Ende. Ich denke mal, das lassen sich unsere Preußen nicht mehr vom Brot nehmen, vom Teller nehmen. Die ganze Geschichte. Wir haben Einwurf auf der linken Angriffsseite. Nee, gar nicht. Es gibt sogar einen Freistoß für unsere Preußen. Ausgeführt von Fabian Hergesell, der hinten rumspielt über Simon Scherder und Dominik Schmidt, der auf Heidmeier. Heidmeier sieht und spielt den langen Ball auf Hoffmann auf die rechte Seite raus, der schnell ist, sich den Ball zurechtlegt, ein Stuttgarter aussteigen lässt, aber dann doch abbricht, auf Patrick Kirsch zurücklegt. Der chippt in Richtung 16er, wo Marcel Reichwein den Ball mit der Brust annehmen kann. Geschoben wird und dadurch den Zweikampf verliert. Der VfB in Ballbesitz, der Ball macht, der VfB macht den Ball schnell, sind in der Hälfte der Preußen, versuchen den Ball zu chippen, aber da war Simon Scherder mit einem Bein dazwischen und die Preußen bleiben hartnäckig da dran und verlieren leider den Ball im Mittelfeld. Jetzt der VfB im 16er mit einem langen Pass, spielt einen Doppelpass auf linke Seite raus, die Flanke kommt, die holt sich aber dann mal so ganz sicher runter und an die Brust und Zeit ruhig an, ruhig. Und spielt den Ball jetzt gleich, ich denke mal, auf Dominik Schmidt raus. So ist es auch. Dominik Schmidt mit dem Pass jetzt auf Pio. Pio schaut sich auch ein wenig rum, spielt auf Heidmeier, Heidmeier auf Zenger. Und ein bisschen den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen. Ist schon die richtige Geschichte. Ich kann mal ganz kurz nochmal die Ergebnisse sagen. Ja, natürlich. Ne? Wir haben ja gerade Zeit. Also Duisburg gegen Groß-Asbach 1-1, Rostock gegen Erfurt 0-0. Ja, unsere Freunde aus Bielefeld haben einen kassiert. Es steht da 1-1 gegen Halle. Fortuna Köln 1-1 gegen die Zweitvertretung aus Mainz. Die Stuttgarter Kickers führen 2-1 gegen Regensburg. Unterhaching führt auch 2-1 gegen Wiesbaden. Osnabrück 0-0 gegen Chemnitz. Dortmund 2 führt 2-1 gegen Kiel. Ja, und das Ganze wird abgeschlossen durch einen wunderbaren 3-0 für unsere Preußen, unser Adlerträger. Ja, und das Spiel, was noch nicht ausgetragen wurde, ist dann das Derby im Osten, Cottbus gegen Dresden, da wird, denke ich, auch richtig was los sein. Also da gehe ich auch von aus. Ich möchte da noch eben kurz zufügen zum Osnabrück-Spiel. Da ist der gewisse Ornatelli vom Platz geflogen. Das noch nebenbei. Jetzt der VfB im Vorwärtsrang über die linke Seite. Patrick Kisch ist dabei und klärt zur Ecke. Ich habe leider immer das Problem, dass auf diesen Seiten entweder Köpfe oder Pfeiler in der Ecke stehen. Ja, ich übernehme das mal. Ich sehe einigermaßen die Eckfahne. Also, der Stuttgarter legt sich den Ball zurecht. Kurz ausgeführte Ecke. Wieder zurückgespielt aus den aufführenden Eckenschützen. Der bringt den flach rein. Da ist ein Stuttgarter Bein, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Und dann ist es Marc Heidmeier, der den Ball annimmt und nach vorne treibt. Und jetzt sucht er die Anspielmöglichkeiten, findet sie in Erik Zenger im Mittelfeld. Der legt den weiter auf Marcel Reichwein. Der hat sich etwas zurückfallen lassen. Dann Hoffmann und Piosek, die da jetzt richtig mit Tempo reingehen am 16er. Rechte Seite, Piosek im Ballbesitz. 1-gegen-1-Situation, könnte schießen. Schießt einfach mal, aber abgeblockt von einem Stuttgarter Abwehrspieler. Und die klären den Ball jetzt erst einmal unbedrängt raus. Und
Die Münsteraner nehmen den Ball wieder auf. Erik Zenger legt rechts raus auf Patrick Hirsch, aber auch da jetzt erst einmal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Die warten da jetzt auf die Stuttgarter. Na klar, wir haben Zeit. Steht 3-0 für uns. Also wir haben die Fans feiern schon richtig ordentlich. Also das ist doch ein wunderschönes Auswärtsspiel. Ne? Wenn ja. du hinfährst, bist du noch nett behandelt und dann nimmst du 3 Punkte mit. Das ist doch super. Das ist super und herrlich. In der Zwischenzeit bereitet der Zweitvertretung des VfB zwei Wechsel vor. Es werden gleich Timo Cetschen und Marco Grüttner reinkommen. Grüttner, das war letzte Saison der Torjäger des kleinen VfBs. Und schauen wir mal, wer dafür geht und wie sich die taktische Aufstellung dadurch verändert. Vielleicht gibt es doch mal einen Raum und dass wir nochmal ein viertes Tor hier sehen. Ja, wo fünftes. Ja. Oh, vielleicht dann nochmal 6 hinterher schieben. Ah, wollen wir nicht übertreiben. Gucken wir mal, wie es läuft. Das kriegen wir schon alle hin. Wir können das alles in Ruhe erzählen, weil wir werden gleich einen Freistoß ausführen durch Fabian Hergesell auf der linken Seite. Aber jetzt wird eventuell, werden erst einmal die beiden Wechsel ausgeführt. Das die Stuttgarter wissen nicht so recht, wer da gehen soll. Da trabt da einer an, aber der bleibt dann doch auf dem Platz. Und zwei weitere wissen jetzt Bescheid, dass sie gehen müssen. Es geht runter, der Kollege Kieselwetter und... Für die Preußen ist das Philipp Röhr, der da bis gleich sein T-Shirt auszieht? Ja, würde ich schon sagen. Oder also er redet da mit Baba und Ralf Lose, ich weiß nicht genau. Ob er gleich reinkommt oder ob es da nur irgendwie um Informationen ging, die er da weiterleitet. Das klingt eher so, sieht eher so aus, als wenn er da noch ein paar Informationen gibt. Ja, er wird wieder zurück zum Warmmachen geschickt. Ja. Ja, er treibt jetzt zurück. In der Zeit singen unsere Preußen fröhlich vor sich hin. Schöne Atmosphäre hier im ländlich gelegenen Asbach. Das ist alle wunderbar. Doch? Ja. Es lässt sich gut an. Wir sitzen jetzt hier ganz entspannt und schauen uns das Spielchen hier an. Ist gerade kein Zug im Spiel, weil jetzt die Wechsel waren und Einwurf und Freistoß und es passiert gerade nicht viel auf dem Platz. Jetzt kommt der VfB mal mit einem langen Ball auf Grüttner, aber da kann Dominik Schmidt den Ball zurück auf Daniel Masuch köpfen, der aber alle Zeit der Welt hat. Und sich seinen Anspielpartner sucht und mit einem langen Ball in die Hälfte des VfB spielt und sogar in den 16er des VfB, so dass es der Ball jetzt beim Torwart des VfB ist, beim Flachodimos. Wir werden aber rausspielt auf Tobias Rathgeb, der das Spiel jetzt von hinten ein bisschen antreiben soll anscheinend. Ist halt zurückgezogen worden. Und aber jetzt spielen sich gerade im Dreieckspiel den Ball hinten rum über keinen Raumgewinn. Die Preußen verschieben ganz gut. Wir haben es jetzt versucht mit dem langen Ball, aber da waren die Preußen zur Stelle mit Schmidt, Heidmeier und Zenger. Da haben sie schön den Ball erobert. Jetzt der Ball auf der linken Seite über Kara auf Zenger. Zenger jetzt mit ein bisschen Platz, ein bisschen Spurt und dann auf Pio. Pio auf die rechte Seite auf Hoffmann raus, der jetzt einen Stuttgarter vor sich hat, kann in den 16er gehen oder flankt da. Nein, der spielt einen Flach auf Piosek raus, der auf Mehmet Kara. Mehmet Kara muss den Ball entgegenlaufen, wird abgegrätscht und kann den Ball nicht, der VfB kann den Ball vor dem Aus retten und spielt aber dann unserer Preußen in die Abwehrzentrale rein. Ja, wieder Ball nach vorne gespielt auf Piosek. Der hat da ein bisschen Probleme bei der Ballannahme, aber das macht er alles ganz clever und lässt da noch ein, zwei Stuttgarter aussteigen. Jetzt rausgelegt auf Mehmet Kara, der sucht da gleich wieder das Dribbling, sucht er den Mitspieler, findet ihn in Erik Zenger, der ist jetzt im Mittelfeld. Die Stuttgarter machen da jetzt dicht, die wollen jetzt hier kein Gegentor mehr kassieren. Das wollten sie vorher wahrscheinlich auch nicht, aber das ist ihnen nur so semi-optimal gelungen. Machen das aber jetzt wieder wesentlich besser. Ja. Und haben sich jetzt eines Fouls bedient und Piosek steht da schon bereit an der Auslinie. Ja, nee, Patrick Hirsch wird den Ball ausführen, während wir das nächste Spruchband, glaube ich, sehen ja. Von der 4-4-Gerritzen-Kurve. Mika, ich glaube, das ist dein Einsatz. Ja, noch, es ist ja nicht ausgeführt, aber Patrick Hirsch führt erstmal einen Freistoß aus, von rechts auf ganz links auf Kara. Der kommt leider nicht an, wird weg rausgeköpft auf Hergesell und der spielt raus doch auf Kara, der jetzt ein bisschen Platz hat und Ball reinschippt auf Reichwein und Reichwein ganz knapp. Am Tor dran, aber den kann der
Keeper dann doch noch runterpflücken und schnell rausspielen. Jetzt kann ich, das Spiel ist gerade hinten links beim VfB, die spielen den Ball sich hinten rum und jetzt kann ich euch den Spruchband vorlesen. Wer sich von seinen Fans entfernt, hat aus Fehlern nichts gelernt. Also, wer sich von seinen Fans entfernt, hat seinen Fehlern nichts gelernt. Okay, ich denke mal, es geht Richtung Vorstand. Aber tut nichts zur Sache. Das für euch zur Info. Der VfB weiterhin im Ballbesitz hintenrum über Daniel 4, der jetzt rüber spielt auf Timo Baumgartel. Das sind die beiden Innenverteidiger. Tobias Radke, wie gesagt, der wird jetzt immer wieder nach hinten und versucht das Spiel von hinten anzutreiben. Aber die Preußen schieben da ganz gut zu und der VfB kann sich nur hinten übers Dreieckspiel Torwart, Innenverteidiger, Radke ein bisschen den Ball zu spielen. Jetzt kommt ein langer Ball, aber da ist Fabian Hergesell da, köpft den Ball souverän auf Zenger und der beruhigt das Spiel wieder über Scherder. Patrick Hirsch auf der rechten Seite jetzt, der ein bisschen Platz hat, guckt, was er macht. Spielt auf Heidmeier, sofort auf Piosek raus, der einen Spurt anzieht und sich den Ball behauptet. Natürlich eine schöne Geschichte. Kriegt ja. Das Vorspiel da gegen sich gepfiffen. Also Freistoß für die Münsteraner knapp hinter der Mittellinie. Patrick Hirsch schwitzt ihn da den Ball wieder schnappen und ihn wieder reinbringen. Aber ja, die Preußen, die müssen natürlich nicht mehr. Ne? Und dann probieren sie es immer mal wieder so ein bisschen nach vorne zu kommen. Hat auch gerade schön geklappt über Reichwein. Aber jetzt so, es wird nicht mehr alles nach vorne geschmissen. Das ist ja vollkommen klar. Aber jetzt Mehmet Kara wieder mit einem Dribbling gegen drei Leute. Ja, das ist dann einer zu viel. Da bleibt er hängen und der VfB versucht, da ein Konter aufzuziehen. Dominik Schmidt geht da schön dazwischen. Hat da faul gespielt, aber sehr clever gemacht. Der Konter ist unterbunden. Und die Stuttgarter haben den Freistoß schon wieder ausgeführt. Die Preußen sind aber jetzt gut sortiert da in der eigenen Hälfte. Stuttgarter finden da gerade kein Mittel, sind auf der rechten Seite, 30 Meter vom Tor, spielen sich immer wieder den Ball hin und her. Jetzt gleich geht er wieder ganz zurück, richtig zum Torwart, der jetzt weit rausgeeilt ist aus seinem Tor und den Ball weitergibt an den Innenverteidiger. Der schiebt ihn wieder zurück zum Torwart. Ja, die Luft ist auch bei Stuttgart scheinbar ein bisschen raus, also die scheinen sich hier ein bisschen aufgegeben zu haben. Versuchen es da weiter mit dem Kurzpassspiel in der eigenen Hälfte, aber das ist wenig zielführend und ja, mal gucken, was sie jetzt machen. Im zentralen Mittelfeld haben sie jetzt etwas Platz, treiben den Ball raus auf die rechte Seite, überschreiten jetzt die Mittellinie und suchen da jetzt Anspielstationen vorne, aber da sind die Preußen sehr gut sortiert und dann ist es Fabian Hergesell, der den Ball köpft und Mehmet Kara klärt den Ball noch einmal hinten rum auf Simon Scherder, der haut das Ding erst einmal nach vorne, da kommen leider Reichwein und Piosek nicht mehr heran. Und deswegen können die Stuttgarter den Ball wieder aufnehmen, wieder in der eigenen Reihe, sich das Ding hin und her schieben. Das machen sie jetzt auch in aller Ruhe, suchen jetzt den Ball nach vorne mal, ein bisschen mehr steiler gespielt und nicht immer nur so flach hin und her. Aber die Preußen sind noch da, sind eng dran an den Männern, können den Ball aber gerade noch nicht gewinnen. Jetzt Ball rausgespielt auf die linke Seite, aber in den Rücken des aufgerückten Außenverteidigers der Stuttgarter, der sitzt da noch zu Grätsche an, aber der kommt da nicht mehr ran. Und deswegen gibt es einen Einwurf von unserem Rechtsverteidiger, von Patrick Hirsch. Und er guckt sich um, denkt, das Ding wird auf Hoffmann gehen. Ah, weites Ding, er kann weite Einwürfe werfen, versucht es da auf Piosek, aber der kommt nicht an den Ball. Der Kopfball der Stuttgarter landet wieder bei Kirsch, der haut das Ding dann erstmal weit nach vorne. Reichwein im Duell mit dem Innenverteidiger hat er keine Chance, da irgendwie an den Ball zu kommen. Und der Stuttgarter Innenverteidiger, der macht aber auch wenig aus seinem Ballgewinn und knallt das Ding erstmal wieder in die Preußenabwehr. Und die Preußen haben Zeit, um sich zu sortieren. Über Simon Scherder jetzt, über Fabian Hergesell, der jetzt auf der linken Seite da mal wieder ein bisschen Druck macht. Nimmt jetzt Mehmet Kara mit, der dreht sich um, sieht Erik Zenger und nimmt aber eher den Risikopass auf die rechte Seite auf Piosek. Wer will es ihm verdenken, dem Mehmet Kara nach dem Spiel. Aber der Pass kommt leider nicht an. Und jetzt können die Stuttgarter hier erst einmal wieder das Spiel aufbauen. 30 Meter vom Tor durchgesteckt, kommt auch noch an den Ball, der Stürmer ist aber schon an der Grundlinie, muss wieder rausrücken, jetzt ist fast an der Außenlinie, legt den Ball zurück, Flankenmöglichkeit, nein, da wird noch einmal wieder zurückgelegt und jetzt haben die Preußen die Möglichkeit, den Ball wieder zu gewinnen und das macht Patrick Hirsch hervorragend, mit einer Grätsche klärt er den Ball ins Aus und die Stuttgarter müssen erneut versuchen, das Spiel neu aufzubauen und irgendwie hier die Lücke zu finden in der Preußenabwehr, die sich doch hier ganz anders zeigt, als es das noch letzte Woche der Fall war. Also es ist dann bin von, weiß ich, 25 Minuten, glaube ich. Ja, nach 27 Minuten stand es 0-3. Ja. Und jetzt wird angezeigt, Stuttgarter liegt da am Boden und Mehmet Kara ganz fair spielt den Ball ins Aus.
Aber um mal nochmal drauf zurückzukommen, dass ein bisschen die Luft raus ist, das ist, glaube ich, auch ganz verständlich. Man hat Mittwoch auch wieder ein schweres Spiel mit zu Hause mit Energie Cottbus vor der Brust. Ja. Und da ist es sehr verständlich, dass man da ein bisschen die Kräfte auch aushaltet. Ne? Weil das wird auch ein sehr intensives Spiel werden, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt irgendwann wieder unsere Kollegen, unsere Freunde. Nee, also die Jungs, die gerade Duisburg gegen Groß Asbach gucken, da ist gerade wieder ein bisschen Action. In der Zwischenzeit, ich gucke mal eben ganz schnell. Ja, mach mal. Piosek, Hoffmann und Patrick Kirsch holen sich was zu trinken. Der Stuttgarter Spieler wird auf an der Seitenlinie behandelt. VfB spielt ganz fair den Ball auf Daniel Maso hinten raus, der jetzt den Ball in Händen hält und eine Anspielstation sucht. Er haut den Ball nach vorne weg über die Mittellinie. Ein Stuttgarter Spieler verlängert den. Pio kann den Ball über die rechte Seite erlaufen, hat Platz, guckt, flankt den Ball auf den Fünfer und da kommt Reichwein mit dem Kopf dran und spielt den auf Hoffmann. Hoffmann mit dem Außenriss, aber dann ganz, ganz knapp am linken Eck vorbei. Eine gefährliche Aktion und schöne Aktion unserer Preußen wieder. Also sie bleiben gefährlich und zeigen, dass sie da auch wach sind und auch gewillt sind, dann eventuell ein viertes Tor zu machen. Der VfB spielt hinten raus. Das gewohnte Bild über Tobias Rathgeb, der ihn jetzt auf die linke Seite rausspielt, auf den Kollegen Leibold, der jetzt auf den hereingekommenen Tschechen spielt. Aber der muss wieder hinten rum spielen auf Rathgeb, also die brechen das ab und ohne Raumgewinn. Jetzt mit einem Pass auf Grüttner, der dann rechts raus spielt auf Höhe des 16ers. Aber da kann Fabian Hergesell den Ball sehr gut verteidigen und hinten ausspielen. An der Mittellinie ist der Ball jetzt in der Reihen des VfB Stuttgart, die jetzt oft über die Seite gewechselt haben, auf die linke Seite wieder kommen. Dann tritt ein Stuttgarter Spieler jetzt an, legt ihn raus auf rechts auf die Mitte, zentral jetzt, aber da kommt wieder ein Preußenball mit Simon Scheller dazwischen, der den Ball spitzelt und Piosek in den Ball bringt, Pio ins Spiel bringt. So rum wollte ich sagen. Pio in den Ball. Genau. Aber daraus ist nichts geworden aus meinem Versprecher. Der Ball ist dann wieder hinten rum zu der Verteidigung gegangen unserer Preußen. Also ich kann noch mal kurz sagen, Duisburg ist, glaube ich, immer noch unentschieden gegen Groß Asbach. Ah, jetzt sieht die Ergebnisse. Okay. Halle führt mittlerweile 3-1. Das freut mich. Gegen Bielefeld. Ansonsten, soweit ich das sehen kann, nichts passiert. Oh, Chemnitz führt 1-0 gegen Osnabrück. Na Mensch, ja. Das könnte ja fast der perfekte Spieltag werden. Ja. Jetzt ein langer Pass ins Leere. Ein leerer Pass ins Lange. Genau. Ihr macht da weiter. Ich nehme das immer wieder auf. Pio ist im Ball und sein langer Pass ins Leere. Nein, Spaß. Hat Spaß. Alles gut. Ja, also die Stuttgarter wieder im Ball. Du darfst das bei mir übrigens auch sehr gerne machen. Also ich spreche mich davon nicht frei. Also die Stuttgarter wieder im Ballbesitz, aber die Preußen, die konzentrieren sich jetzt hier nur noch aufs Verteidigen. Und langsam trabt es hier Rocky Krone zum Spielfeldrand, der wird gleich wohl kommen. Ich denke, Reichwein hat dann seine Schuld heute getan und darf sich dann ausruhen und vorbereiten auf das von dir schon angesprochene Spiel gegen Cottbus. Jetzt mal langer Ball in den 16er der Preußen. Der Ball wird lang und länger. Daniel Masuch kommt raus, greift den Ball und hält das Spiel hier beim Spielstand von 3-0. Jetzt Abwurf auf die linke Seite auf Hergesell. Der legt den Ball wieder zurück auf Simon Scherder. Der sieht jetzt, dass Heidmeier im Mittelfeld etwas Platz hat. Der nimmt Erik Senger mit und der stapft da einfach am ersten Stuttgarter vorbei und wimmelt ihn ab, als wenn es nichts wäre. Schöne Technik zeigt er da am Ball gegen drei Stuttgarter. Die können ihn da nicht daran hindern, auf Piosek zu spielen. Der legt raus auf die rechte Seite. Hofmann, Flankenposition ist das. Nein, er bricht nochmal ab auf Heidmeier. Viel Platz, jetzt gut 30 Meter vorm Tor für die Preußen. Die Stuttgarter sehr weit hinten reingestellt. Jetzt Mehmet Kara, er wird es, denke ich, mit einem Dribbling probieren. Ja, muss dann wieder abbrechen. Hat den Ball aber behalten. Deswegen alles in Ordnung. Spielt auf Heidmeier, der legt den Ball wieder zurück auf Simon Scherder. Der nimmt Dominik Schmidt mit und der jetzt mit einem langen Ball auf Hergesell. Ja, ist richtig. Hergesell, der kann den Ball aufnehmen. Da habe ich schon ein bisschen wieder gezögert, weil das wieder nach so einem Dominik Schmidt Diagonalball aussah, der ins Nirgendwo geht. Aber da
hat er, ist der Ball angekommen, Hergesell legt weiter auf Piosek, der da, ich muss sagen, immer so bei 90% da läuft, aber es reicht vollkommen, er kriegt die Bälle und dreht dann da seine 2-3 Runden, findet den Mitspieler, aber er ist schon so ein bisschen, möchte ich sagen, im Feierabendmodus, aber das klappt. Piosek jetzt wieder angespielt, Piosek, ja, steckt da schön durch auf Hofmann, aber da wird unterbrochen. Sagt er nochmal, was der technisch drauf hat, lupft er den Ball über den Torwart, aber wie gesagt, Abseits. Genau, die Situation war vorher schon wegen Abseits abgepfiffen und wir sehen den Wechsel der Preußen. Rocky Krone wird kommen. Ich denke, dass Reichwein rausgeht. Na, jetzt zeigt noch nicht. Er guckt auch schon so ein bisschen. Ja, jetzt geht er ganz gemächlich Richtung Auswechselbank. So sieht's aus. Klatscht Pio ab. Mal schauen. Also die Rocky ist ja so dein Favorit, ne? Ja. Ah, du magst, sag mal, du magst ihn ganz gerne. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass es hier nicht zu einer Rocky-Krone-Show wird. Nein. Aber ich mag den Spielertyp sehr gerne. Ich sag ja, du magst ihn. Wir hatten auch vor dem Spiel noch über Hunkle gesprochen. Ne? Ja. War auch, fand ich, so ein Spielertyp, der mir immer sehr gefallen hat. Wenn er dann die Linie da hoch und runter gestapft ist, wirklich wie so eine Dampfwalze, egal was da ihm entgegenkam, links und rechts ist das weggeflogen. Und ich finde, Rocky ist auch so ein Spieler, der über den Kampf kommt und das mag ich immer sehr gerne. Jetzt kommen... Oh, jetzt wird aber hier nochmal kräftig durchgewechselt. Mehmet Kara muss ausgewechselt werden. Am Boden. Da hat er sich auch wohl im Rasen vertreten. Da war kein Foulspiel zu sehen. Da war abseits des Spielgeschehens. Und auf einmal liegt er da. Alle Preußen nutzen jetzt die Zeit, um nochmal ein bisschen was zu trinken. Ja, es wird auch ein Wechsel vorbereitet. Amat Çaybu. Abdenur Amat Çaybu kommt, unser Spieler mit der Nummer 11. Mit den Platz betreten und ich hoffe, dass der Mehmet Kara sich nicht schlimmer verletzt hat. Liegt er noch am Boden, wird er behandelt? Ist das Knie oder Oberschenkel? Oberschenkel. Das wäre natürlich bitter. Ja, das wäre richtig, richtig. Gucken, ob er aufstehen kann. Steht da ganz vorsichtig auf. Ganz langsam. Testet es mit dem Auftreten. Ja, es sieht nicht gut aus. Ja, er läuft jetzt schon vom Platz runter, aber es sieht sehr unrund aus. Also es wird irgendeine Muskelgeschichte sein, so im Oberschenkel. Das sieht danach aus. Ja, also Kara geht jetzt auch offiziell, wird jetzt angezeigt, geht vom Platz. Dafür wird jetzt der Amat Çaybu den Spielfeld betreten. Und da wollen wir doch mal sehen. Ich muss sagen, was der noch so drauf hat. Ne? Ja. Also ich denke mal, das ist auch ein Spieler, der uns über die Saison, glaube ich, auf Freude bereiten wird. Ist auch ein flinker, dribbelstarker Spieler, der links wie rechts spielen kann. Und das wird schon. Ich denke mal, er wird ihn vielleicht nicht 1-1 ersetzen können, aber er wird gleich seine Szene noch haben. Rocky Krone behauptet den Ball. Pio spielt den Ball in 16er und da wäre Abdi Amat Çaybu schon fast in Szene gesetzt worden. War zwei Schritte zu kurz. Kurz rübergesprintet von der linken Seite in den rechten Fünferraum. Und da kam der Keeper aber, wie gesagt, einen Tacken schneller. Der Keeper des VfB spielt den Ball raus auf die linke Abwehrseite, auf die linke Angriffsseite des VfB. Aber da stehen die Preußen sehr sicher und können den Ball dann zum Einwurf klären auf Höhe des 16ers. Ja, ihr hört vielleicht hier auch die Rufe von den Spielern auf dem Platz. Also wirklich von der Stimmung. Ja, sind es die Preußen-Fans, die richtig laut sind, aber wir sitzen auch so nah am Platz, dass man da auch schön mitkriegt, was da die Spieler sich zurufen. Ja. Das ist immer ganz interessant. Also wirklich vor uns, glaube ich, irgendwie so 8 Reihen oder so. Das ist dann auch die gesamte Haupttribüne. Also wir sitzen ganz oben, aber es ist nur 8 Reihen vom Spiel entfernt. Und doch sehr interessant. Rocky Krone jetzt auf der linken Seite, fast als Linksaußenverteidiger klärt er da den Ball. Stuttgart wieder mit dem Einwurf. Das sieht so aus, als wenn der Spieler, der Stuttgarter, da lange Einwürfe machen könnte. Ja, gibt fast bis zum Elfmeterpunkt, aber kann von Simon Scherder erst einmal geklärt werden. Flankenversuch, wieder ist es da Simon Scherder, der Turm, der sich da aufbaut und wieder klären kann. Aber die Stuttgarter bleiben im Ballbesitz. Versucht Amat Çaybu an den Ball zu kommen, tritt den Spieler dabei um und deswegen gibt es einen Freistoß von der rechten Seite für Stuttgart. Jetzt auch da komplett die Innenverteidigung, denke ich, mit vorne.
Sie versuchen jetzt hier nochmal vielleicht über den Freistoß wieder zurück ins Spiel zu kommen. Wollen wir mal abwarten. Der Ball ist freigegeben. Freistoß kann jetzt reingetreten werden. Kommt rein auf den ersten Pfosten. Da ist Dominik Schmidt, klärt den Ball mit dem Kopf. Und die Stuttgarter müssen wieder versuchen, hintenrum das Spiel aufzubauen. Legen den Ball jetzt raus auf die rechte Seite. Doppelpass gespielt. Die Preußen ist etwas zögerliche. Da gehen da nicht richtig drauf. Die Flanke kommt, rutscht im 16er durch, da kommt kein Spieler ran, aber jetzt auf der linken Seite wieder Flankenmöglichkeit für die Stuttgarter. Wieder ein Kopf, eine Stuttgarter ist am Ball. Nee, das war Patrick Kirsch, das habe ich nicht richtig gesehen, und der lässt den Ball über seinen Kopf streifen und der Ball geht übers Tor und daher ein nächsten Eckstoß. Eckball jetzt ausgeführt auf den 5-Meter-Raum. Simon Scherder kann klären, zentral. Nachschussmöglichkeit abgefälscht und es gibt Abstoß. Ja, das war ein gefährlicher Schuss. Simon Scherder legt den Ball da zentral an den 16-Meter-Punkt. Der Stuttgarter Spieler zieht Volley ab, trifft den Ball nicht richtig, aber dann trifft er da einen Stuttgarter, ich glaube, am Rücken. Und dann nimmt der Ball auf einmal eine ganz andere Flugkurve an und Daniel Masow ist da etwas erstarrt stehen geblieben, aber der Ball, der ging 3-4 Meter übers Tor drüber, deswegen insofern keine Gefahr. Abstoß ausgeführt auf Krone, der verlängert den Ball mit dem Kopf, aber der geht jetzt aus. Und deswegen schon wieder Einwurf für die Stuttgarter, die jetzt hier mehr vom Spiel haben, definitiv in den letzten Minuten, aber wenig daraus machen. Jetzt wurde beim Einwurf Patrick Kirsch umgeschubst und es gibt einen Freistoß für die Preußen, genau. War schon etwas verwirrt, weil ich gerade gesehen habe, was der Schiri da, der war noch im Gespräch. Ich habe gewartet, ob er ihm eine gelbe Karte gibt, aber er belässt bei der Ermahnung. Ja, Patrick Schulz, ja. Genau, Schiedsrichter der Partie. Sein erstes Spiel in Liga 3, der hat auf jeden Fall bisher nicht viel pfeifen müssen. Hat, glaube ich, noch keine gelbe Karte gegeben. Und auch das Spiel ist eigentlich sehr, sehr, sehr fair. Keine groben Foulspiele, ist klar, hier und da gibt es Foulspiele, aber das gehört dazu. Hier Stuttgart, frei vom Tor, könnte flanken, aber macht das nicht. Da ging es auf einmal schnell durchgesteckt in die Mitte. Da versuchte der Stürmer querzulegen, weil der Winkel zu spitz war. Und dann war es Simon Scherder, der da angerutscht kam und den Ball erst einmal klärt. Einwurf jetzt für die Stuttgarter ausgeführt. Hoffmann ist da dazwischen, kann den Ball aber nicht erobern. Stuttgart weiter im Ballbesitz. Piosek macht das wunderbar, kann sich den Ball erlaufen und jetzt läuft er in seinem unheimlichen Stil nach vorne. Aber da lässt er sich etwas zu viel Zeit und dann von hinten überholt ihn ein Stuttgarter, kommt mit dem Fuß dazwischen. Und die Zweitvertretung des VfB kann den Ball jetzt erst einmal in den eigenen Reihen halten. Aber spielen auch hier alles andere als schnellen Fußball. Ne? Das war in Halbzeit 1 so, auch in Halbzeit 2. Das ist wirklich sehr behäbig. Ja, also es kamen Momente, wo sie da mal schnell durchgekommen sind. So wie auch gerade die Situation, die gefährlich für unsere Preußen wurde. Aber jetzt kam wieder ein langer Pass. Den kann dann Dominik Schmidt ganz bequem ablaufen. Der Ball ist jetzt bei Heidmeier im defensiven Mittelfeld. Behauptet sich da gegen die Nummer 8 des VfB. Das war der Kollege Timo Tschetschen. Spielt ihn dann raus auf Ahmad Chaibu, auf Zenga, auf Hergesell. Wir gehen jetzt Richtung Mittellinie, da kommt der Ball auf Ahmad Chaibu, der sich da auch gegen zwei Stuttgarter durchsetzen kann, auf Piosek, der jetzt Raum und Platz hat. Drei Stuttgarter vor sich, drei hinter sich. Raus spielt auf Ahmad Chaibu. Ahmad Chaibu nimmt mit links mit, legt ihn sich einen Tacken zu weit vor. Und der Stuttgarter Torwart kann dazwischen und klärt zur Ecke. Ja, zur Ecke. Da wollte Ahmad Chaibu noch den Elfmeter haben, sich da noch fallen lassen. Aber der Schiedsrichter entscheidet sich für Eckball. Rocky Krone in der Mitte hat sich da ein bisschen aufgeregt, weil der erste Kontakt von Ahmad Chaibu war nicht perfekt. Da hat er sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt und sonst wäre vielleicht nochmal der Pass in die Mitte oder der Torabschluss möglich gewesen. Aber jetzt vielleicht der Eckstoß und auch da, ja, Dominik Schmidt geht nicht mehr mit. Aber ansonsten 8 Preußen da versammelt. Schöner Ball, aber der Torwart faustet den Ball erst einmal raus. Hoffmann kann den Ball erlaufen, spielt noch einmal raus auf Piosek, Körpertäuschung, wieder die Flanke, aber da kommt Patrick Kirsch nicht an den Ball, sondern der Ball kann wieder geklärt werden von einem Stuttgarter. Schön da von Piosek, der dreht jetzt hier richtig auf, macht die Hackespitze, 1, 2, 3, spielt den Ball mit der Hacke dann aus der Luft weiter auf Ahmad Chaibu. Der nimmt den Ball runter, dabei wird er gestört und es gibt Einwurf für die Preußen, ziemlich an der Eckfahne, ausgeführt schon schnell auf Heidmeier, der guckt jetzt wieder nach hinten, nimmt da jetzt Dominik Schmidt mit, also den Innenverteidiger, der an der Mittellinie da abgesichert hat nach dem Eckball und dem Einwurf.
spielt eben genannter Dominik Schmidt jetzt einen diagonalen Ball. Oh, kapitaler Bock, Chance für Ahmad Chaibu, aber da ist der Torwart da und kann erst einmal retten. Aber da hat der Außenverteidiger, wollte den Ball ganz lässig zurückspielen zum Torwart, aber der Ball tropft ihm einfach auf dem Spann und er legt ihn dann in den Lauf von Ahmad Chaibu, der eigentlich nie im Leben mehr an diesen Ball hätte kommen dürfen. Und der steht dann frei vom Torwart und schießt diesen an. Jetzt Schuss aus der zweiten Reihe von Hoffmann, aber auch zu zentral und der Torwart kann den Ball aufnehmen, aber ah, das war auf einmal wieder schlagartig eine Chance. Hat er gut gelauert, ja. Ahmad Chaibu. Und ja, aber auf jeden Fall ein Abwehrfehler, der in Liga 3 eigentlich nicht passieren darf, der dazu vorgegangen ist. Die Stuttgarter jetzt über die rechte Seite, aber auch alles so ganz gemächlich im Trab. Da wird der Ball hin und her gespielt, immer viel Kurzpassspiel. Da werden die Dreiecke aufgebaut sozusagen und immer wieder hin und her gespielt, aber wenig Raumgewinn. Jetzt mal über die Mitte, 20 Meter vom Tor, haben sie etwas Platz. Die Preußen jetzt zögerlich. Oh. Und schon wieder so eine Slapstick-Nummer von Dominik Schmidt, der da versucht, den Ball rauszuzimmern. Und da kommt der Stürmer und stellt sich da oder versucht, den Ball abzublocken. Und Schmidt trifft ihn direkt an der Hacke und der Ball zischt wirklich einen halben Meter am Preußengehäuse vorbei. Also das wäre fast der nächste. Ja, Abwehrbock hätte man eigentlich nicht sagen können, aber unglückliche Aktion auf jeden Fall. Aber der Ball geht am Tor vorbei und es gibt so eine Kategorie, eine Kacktor des Monats. Ja, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall dafür eins gewesen. Das wäre ein kleiner Wachmacher. Ja. Ja, aber die Preußen zeigen punktuell immer, dass sie noch da sind und auch Abschlüsse generieren. Oh, schön. Ja, generieren. Ja, manchmal, wenn ich mich nicht verspreche, kann ich auch mal ein schönes Wörtchen raushauen. Ja, ganz stark. Ja, wir können jetzt hier die letzten 5-6 Minuten entspannt den Ende entgegen schauen. Preußen haben das hier im Griff, die ganze Geschichte. VfB hat nicht viele Ideen, lässt sich nicht viel einfallen. Und Piosek, der ist richtig, richtig heiß noch und fordert jetzt wieder den Ball, schaut, spielt auf Rocky Krone einen langen Ball raus. Aber da kann der Innenverteidiger klären. Und Ahmad Chaibu kann sich aber den Ball erkämpfen, spielt auf Piosek raus, auf die rechte Seite, kommt er ran. Ja, da war ein Stuttgarter Spieler, einen Schritt schneller. Und da ist jetzt wieder mal eine ungeliebte Ecke, die ich da sehr schlecht sehe. Ja, ich übernehme recht gerne. Ecke, der steht da, Piosek dreht wieder ab, wird den nicht ausführen, sondern Patrick Kirsch wird die Ecke ausführen. Nee, dann wird es ein Einwurf sein. Das ist ein Einwurf? Ja, stimmt, ich hätte mich auch schon gewundert. Aber vielleicht darf Kirsch jetzt auch mal... Nee, es gibt den Einwurf. Kannst du es sehen? Ja. Also, Kirsch nimmt Anlauf für einen weiten Einwurf Richtung 5-Meter-Raum. Da steht Rocky Krone, bewacht von 3 Stuttgartern. Langer Ball Richtung Krone. Ah, da kommt er nicht ganz ran. Der Stuttgarter kann erst einmal klären, aber ich glaube, jetzt gibt es die angekündigte Ecke. Ja. Und die darf Patrick Kirsch nicht schießen, sondern das ist dann ein Fall für Markus Piosek. Aber alles jetzt direkt vor dem Tor, wo die Preußen-Fans stehen und da richtig Stimmung machen und nochmal ihre Spieler da direkt feiern. Da auch nur wirklich 5 Meter Entfernung zwischen Tor und den Rängen, also alles eng aneinander gebaut. Ecke jetzt reingeschlagen von Piosek. Kopfballmöglichkeit knapp drüber. Oh, schöner Kopfball da von Simon Scherder, der aus 8 Metern zentral vor zum Kopfball kommt und den Ball knapp übers Tor köpft. Also wirklich eine wirklich gute Chance von unserem Innenverteidiger, der ja schon eine schöne Kopfballtore gemacht hat. Ich erinnere mich da an eins gegen Duisburg in der, weiß nicht, gefühlt 105. Minute. Aber ja, und er rennt zur Eckfahne. Konnte die Freude gar nicht fassen, das war einfach... Ja, das war ein geiles Ding, ey. Ja, Hammer, der Hammer. Und der VfB Stuttgart, der schlägt hinten den Ball raus über seinen Keeper. Und aber da liegt einer jetzt auf dem Boden, da spielen die Preußen fair den Ball raus an der Seite. Preußen holen sich ein bisschen Wasser. Es ist doch auch kräftezehrend, deswegen völlig normal bei jedem Spiel so. Das passt wohl. Aber die Zeit nutze ich jetzt nochmal. Ich möchte mal einen ganz lieben Gruß ins Preußenstadion schicken. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auch und von mir. Das ist top. Ich denke mal, ihr feuert die Mannschaft vor Ort an, macht ein paar Renovierungsarbeiten. Ich freue mich schon aufs Ergebnis, mal die Tage zu sehen, spätestens Mittwoch. Ja. Und daher feiert noch und trinkt nochmal das eine oder andere Bierchen. Und die Mannschaft wird die 3 Punkte mit nach Hause bringen. Und das wird... Auch wirklich ganz großen Respekt an alle Leute, die da jetzt wirklich ihren Samstag da opfern, um da im Preußenstadion zu renovieren.
denke, ihr werdet wahrscheinlich unter der Woche auch genug zu tun gehabt haben mit dem Hochwasser. Da war ja wirklich eigentlich, ich habe glaube ich niemanden gesprochen, der nicht irgendwie vollkommen im Stress war, weil er seinen Nachbarn geholfen hat oder Arbeitskollegen und so weiter. Also umso respektabler, dass ihr da heute weitermacht. Wirklich danke, Jungs, auch hier von unserer Stelle, dass ihr da so wichtige Arbeit macht und dem SCP so zeigt, dass ihr tief verbunden seid. Und der SCP, der tut ja auch ein bisschen was dafür, ne? Also um hier ein bisschen gute Laune zu erzeugen, dass ihr heute auch schön feiern könnt, wenn ihr fertig seid, euch da vielleicht nochmal schön auf die Trainerbank setzen könnt und nochmal einen Pilz getrinken könnt oder so. Also 3-0, das ist doch das Spiel, was wir alle uns erhofft haben, dass der Spielstand so deutlich wird. Die Stuttgarter haben aber jetzt nochmal eine Chance, hier etwas am Spielstand zu drehen. Nach gut 87 gespielten Minuten gibt es die nächste Ecke für den VfB 2. Aber bisher waren die Ecken doch häufig etwas nicht besonders gefährlich. Eckball ist reingespielt, auch diese Ecke kurz auf den ersten Pfosten geschlagen. Und ja, dann ist es ein Stuttgarter, der ihn da mit dem Hinterteil spielt. Ach ja, hier, ich höre gerade also noch bessere Laune im Preußenstadion, kann es gar nicht geben. Bielefeld liegt 1-5 drin. Meine Güte. Ja, also die werden gerade da spielen zu Hause, ne? Die werden von der Alm geschossen. Ja, schön. Vernünftig. Ich freue mich. Also 5-1 gegen Bielefeld. Leute, ich habe gerade ein Grinsen von rechts nach links an der Ohrbacke. Die Osnasen liegen auch noch hinten, soweit ich weiß. Ja, Osnasen liegt auch zurück. Das ist einfach herrlich. Ein idyllischer Ort hier. Ich komme im März gerne wieder, wenn wir hier gegen Groß Asbach selber spielen. Also ist eine Reise wert, Leute. Wenn ihr Zeit habt, dann kommt einfach mal hier runter. Ja, Stuttgart jetzt in den letzten Bemühungen hier noch irgendwie Ergebniskosmetik zu betreiben. Die sind jetzt komplett aufgerückt in die Preußenhälfte, aber da fehlt der Punch. Jetzt vielleicht mal die Flanke in den 16er, aber da haben wir natürlich zwei sehr kopfballstarke Innenverteidiger mit Dominik Schmidt und Simon Scherder. Und die könnten den Ball jetzt erst einmal klären. Konter jetzt über Heidmeier, über Hoffmann, der treibt den Ball nach vorne, rechts raus auf Piosek, der spielt einen Doppelpass jetzt mit Heidmeier, der kann, ach, mit Hoffmann, was sag ich denn da die ganze Zeit? Mit Hoffmann, der kann den Ball aber nicht kontrollieren. So, jetzt bin ich raus. Jetzt kannst du dich die ganze Rückfahrt über mich lustig machen. Kann den Ball nicht kontrollieren und die Stuttgarter können jetzt auch schon wieder ihren Spielaufbau leisten. In ihrer Hälfte haben jetzt die Mittellinie überschritten, gehen jetzt auf die rechte Seite raus und probieren es da nochmal über die Seite von Fabian Hergesell, aber der macht da nicht die Anstalten, als wenn er jetzt hier irgendwie noch was zulassen möchte. Die Null, die soll doch bitteschön stehen bleiben. Und die Stuttgarter jetzt über die Mitte versuchen, da irgendwie Druck zu erzeugen, aber die Preußen stehen sehr, sehr gut und so werden die Bälle immer wieder nach vorne gespielt von den Stuttgarter, aber dann wieder zurück. Und jetzt schlagen sie jetzt alle die Hände über den Köpfen zusammen, denn da ist Piosek dazwischen gelaufen. Da war ein katastrophaler Fehlpass. Spielt auf Amad Shaibu, der legt ihn nochmal weit raus auf Rocky Krone. Der kann sich den Ball vorm 16er erlaufen mit einem Dribbling. Jetzt, das ist nicht seine Stärke gegen zwei Spieler und ja, da bestätigt er mich auch ein bisschen, verliert den Ball. Er kämpft sich ihn aber wieder zurück, steht er jetzt mit dem Hintern an der Eckfahne und kann den Ball dagegen zwei Leute behaupten. Und es gibt einen Freistoß jetzt für die Preußen. Ja, wie Rocky dann noch gefällt von den zwei Typen. Also ja, die zwei Stuttgarter, die doch körperlich nicht ganz so viel dagegen zu setzen haben gegen den großgewachsenen Niederländer, versuchen sich da an der Eckfahne gegen ihn da irgendwie aufzureiben und hauen ihn dann einfach von hinten um. Und dementsprechend jetzt Freistoß ziemlich nah an der Eckfahne. Piosek steht da bereit und jetzt auch wieder Krone in der Mitte und auch Scherder ist dabei und wollen jetzt nochmal hier das vierte Tor machen. Ball reingegeben auf den ersten Pfosten, kann erst einmal geklärt werden von den Stuttgartern. Zweiter Ball, auch jetzt bei den Stuttgartern, wird erstmal herausgeschlagen. Dominik Schmidt köpft den Ball direkt wieder postwendend nach vorne. Simon Scherder verlängert den Ball, aber erreicht damit keinen Preußenspieler. Marc Heidmeier kann den abgewehrten Ball der Stuttgarter wieder aufnehmen mit der Brust, legt ihn rechts raus auf Piosek, aber der schüttelt mit dem Kopf und nimmt jetzt mal wieder hier so ein bisschen den Druck raus. Und das war die letzte Aktion des Spiels. Dominik Schmidt ballt beide Fäuste und ruft es raus. Jawohl, 3 Punkte, ja, hier entführt aus Asbach. Und Zweitvertretung von Stuttgart bleibt weiter ohne Punkt und die Preußen können hier mit einem angenehmen 3-0 nach Hause fahren. Also ich freue mich riesig, dass wir gleich so eine entspannte Heimfahrt haben. Also wirklich, da kann man jetzt noch schön die ganze Zeit schön reden über das Spiel und was die auf den anderen Plätzen gemacht haben. Mal gucken, wer die Tore gemacht hat, ein bisschen lachen. Also da ist alles mit dabei. Ja, definitiv. Also auch die Fans, die feiern ihre Mannschaft weiterhin jetzt auch und ich denke mal, sie werden jetzt auch leicht zusammenfeiern oder die Spieler werden sich vielleicht bei dem Support bedanken.
Das ist schon... Das war ein schöner Tag heute, rundum gelungen. Ja, ich komme mir gerade vor wie auf so einem Ausflug. Hat alles schön geklappt. Ja. Ne? Ja, toll. Also wirklich gutes Spiel. Was sollen wir noch sagen? Hoffmann machte kurz vor der Halbzeit das 1:0 für die Preußen. Das war auch wirklich der Brustlöser. Ja, ne? Man hat gesehen, Mehmet Karak, der das Tor wirklich wunderbar vorbereitet hat, ging mit einem breiten Grinsen in die Kabine und auch die anderen Spieler waren wirklich sehr erleichtert. Da muss ein großer Druck auf der Mannschaft gelastet haben. Das hat man dann gemerkt. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann los mit dem Traumstart, mit dem Traumdribbling von Mehmet Karak auf der linken Seite im 16er. Da lässt er einfach zwei Stuttgarter stehen, wie wirklich, die Jugendspieler, die sahen da wirklich schlecht aus. Und dann hat er auch noch die Nerven und chippt den Ball mit dem Außenriss ins lange Eck am Torwart vorbei. Wunderschönes 2:0 von Mehmet Karak. Ja, und dann war es Dominik Schmidt, der einen abgefreiten Ball vom Torwart nach einem Freistoß wieder verwerten konnte und den Ball unten rechts reinhaut. Dann war es der Endstand von 3:0 für Preußen Münster. Und so kann man doch jetzt beruhigt in das Spiel gegen Energie Cottbus. Die müssen noch spielen, das heißt, die haben noch weniger Zeit zu regenerieren. Ja. Die müssen auch noch nach Münster fahren. Also hoffen wir, dass da was drin ist. Und wenn ihr nicht ins Stadion kommt, dann seid ihr natürlich immer herzlich willkommen, Radio Mottig Strehle zu hören und uns dabei zu lauschen, wie wir den SCP zu den nächsten 3 Punkten kommentieren, schreien, brüllen, alles. Ja, also, wunderschönes Spiel. Wir versuchen jetzt gleich nochmal ein bisschen auf Stimmenfang zu gehen, hier mal die Spieler abzufangen und vielleicht noch das ein oder andere Interview zu machen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Genau. Ich verabschiede mich und würde sagen, bis Mittwoch. Tschüss aus Asbach. Und auch von mir ein schönes Wochenende noch. Wird schön sein nach diesem 3:0-Sieg für unsere Preußen-Fans und auch für die Mannschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns Mittwoch oder sehen uns im Stadion. Bis die Tage. Ciao. Ciao.